beherrsche sie nicht. Ich hoffe, ihr könnt meinem Deutsch folgen. Wenn ich zu schnell rede, könnt ihr mir das signalisieren. Ich habe auch überhaupt keine Probleme damit, wenn ich unterbrochen werde, nachgefragt werde, wenn irgendwas unklar ist. Diskussion würde ich sagen am Schluss, weil ich versuche schon so einen Bogen zu spannen, aus dem sich dann vielleicht einiges ergibt. Ich werde versuchen, circa 45 Minuten zu referieren, eine Einführung zu geben, sodass wir auch noch Zeit für die Diskussion haben. Ich werde etwa die Hälfte der Zeit, denke ich, über den zweiten Teil Marxismus reden und die Hälfte der Zeit und die andere Hälfte über das Black, was davor steht. Schwarzer Marxismus ist eine Provokation. Ich habe es entlehnt einem Buch von einem afroamerikanischen Theoretiker, Cedric Robinson, Black Marxism, The Making of the Black Radical Tradition. Also die Erzeugung der schwarzen radikalen Tradition. Und es richtet sich gegen Schwachpunkte der, ja, nicht schwarzen, der westlichen, der weißen, wie auch immer, radikalen Tradition, die sich ja lange für den Mittelpunkt und den Nabel der Welt gehalten hat. Um sozusagen überhaupt erstmal so einen Hintergrund dafür zu schaffen, was die Problematik ist, will ich zunächst mal sozusagen auf Defizite, Schwachpunkte in der Theorie, in der Kritik von Marx hinweisen, nicht um sie in bauschen Bogen zu verdammen, sondern um zu sehen, wo liegen da Grenzen, wo ist da was problematisch, gerade für die heutige Frage nach einer globalen Revolution, und wie können wir uns damit produktiv auseinandersetzen oder welche Ansätze gibt es bereits dazu. Inhaltlich knüpfe ich quasi ein bisschen an dem Vortrag an, den ich letztes Jahr hier auch auf den, ich glaube, ersten linken Hochschultagen in Zürich gehalten habe. Das ist natürlich keine Voraussetzung, aber vielleicht einige erinnern sich, da hatte ich zu Fragen auch des Weltsystems referiert, und das ist jetzt im Grunde so ein bisschen so eine, ich sag mal, theoretische Verlängerung davon. Kleine Anekdote sozusagen zum Einstieg. Der Marxismus, die marxische Kritik, sieht natürlich so von den vielen in den Schriften erstmal als eine sehr radikale, globale Kritik des Kapitalverhältnisses aus. Marx thematisiert auch von Anfang an den Weltmarkt, die koloniale Ausbeutung, die Entwicklung im Staatensystem. Und das war uns auch immer sehr wichtig, als wir in den 70er Jahren, ich bin also in den 70er Jahren politisch sozialisiert, angefangen haben, über solche Fragen zu diskutieren. Und sowohl im Kommunistischen Manifest als auch in der deutschen Ideologie finden sich bei Marx Engel zu stellen, wo sie sagen, der Kommunismus ist nur möglich als die gleichzeitige Tat der Völker auf der ganzen Welt. Also ein ganz massiver, dezidierter internationalistischer Anspruch. Und was uns damals vor allem beschäftigt hat, ist, dass die Marx-Engels-Werke, also in der Herausgabe vom DDR-Institut für die Marx-Forschung, dass die dann immer so eine Fußnote dahinter gemacht haben und gesagt haben, ja, das war für die Zeit von Marx richtig, aber wie jetzt Lenin und Stalin und so weiter gezeigt haben, ist die Theorie überholt und sehr wohl der Sozialismus in einem Land eine Möglichkeit geworden. Und das haben wir immer sozusagen als so eine revisionistische Abweichung gelesen, die hinter diesen internationalistischen globalen Anspruch zurückfällt. Was anderes, was mir dann erst später klar geworden ist, wenn man diese Stellen sich genau anguckt, dann heißt es dort nicht die gleichzeitige Tat aller Völker auf der Welt, sondern da stehen dann so Sätze wie die gleichzeitige Tat der zivilisierten Völker oder der herrschenden Nationen. Das heißt, da wird ein Unterschied gemacht, also zwischen zivilisierten Nationen und nicht zivilisierten Nationen. Und wenn man da jetzt ein bisschen noch hinterguckt und sich die geschichtsphilosophischen Ausgangspunkte von Marx und Engels anguckt, stößt man auf so eine Theorie, die man vor allem bei Hegel, aber auch bei anderen findet, die später mal als die Theorie der geschichtslosen Völker bezeichnet worden ist. Es gibt Völker, die machen Geschichte, die haben eine Geschichte, und es gibt andere Völker oder andere Gegenden oder Nationen, da passiert keine Geschichte. Die können also nur von außen in Bewegung gesetzt werden,
Das sind irgendwelche traditionalistischen Stammeswesen, Dorfgemeinschaften und was weiß ich, die also aus sich selbst heraus zu keiner Entwicklung fähig sind. So am pointiertesten, das kennen vielleicht einige von euch, ist diese berühmte Kennzeichnung von Hegel in seiner Philosophie der Geschichte, wo er Afrika als das Kinderland der Geschichte bezeichnet. Da passiert also im Grunde nichts. Man kann sich, also der Weltgeist bei Hegel, der also der Motor der Geschichte ist, kann sich also nur in anderen Nationen durchsetzen. Und ich denke, und das haben auch andere versucht zu zeigen, dass Marx und Engels eigentlich relativ lange dieser theoretischen Unterscheidung gefolgt sind. Engels wahrscheinlich sogar bis an sein Lebensende. Und das ist an bestimmten Stellen allerdings auch brüchig geworden. Das ist jetzt interessant zu sehen, wo und wodurch das brüchig geworden ist. Der faktische, der empirische Hintergrund dieser Zuschreibungen, wenn man sie sich im Detail anguckt und wie sich die Bilder auch im Westen gegenüber anderen Gesellschaften geändert haben, hat viel mit der faktischen Kolonialisierung der Welt und mit der Entstehung eines dominant werdenden Industriekapitalismus zu tun. Das ist vor allen Dingen sichtbar, wenn man sich anguckt, wie im britischen Empire in England also über Asien, über China, über Indien geredet wurde. Da gibt es einen sehr markanten Bruch. Also wenn wir noch in die frühere Geistesgeschichte, europäische Geistesgeschichte zurückgehen, etwa bei Leibniz, ist China das absolute Ideal, ein großartiges Land. Es finden sich sogar bei Adam Smith noch solche Hinweise, dass also China ein ganz tolles Staatswesen hat. Es ist noch ganz klar im Bewusstsein, dass viele technische Erfindungen, wissenschaftliche Erfindungen, großartige Literatur aus dem asiatischen Raum, also aus China, aus Indien und so weiter kommt. Und das verschwindet auf einmal und es entwickelt sich ein Diskurs, der diese Länder als zurückgeblieben, despotisch, dieser Begriff der Despotie spielt eine große Rolle, könnte man jetzt philosophiegeschichtlich aufrollen, wie der darauf angewandt wird. Es wird also als etwas Zurückgebliebenes im Verhältnis zu der westlichen Zivilisation dargestellt. Das, woran also Marx und Engels, ich würde erst mal sagen, teilweise auch unreflektiert, ohne das genauer zu durchdenken, anknüpfen, ist solch eine Tradition, wo die Welt eingeteilt wird in eben sich entwickelnde zivilisierte Nationen und andere Völker oder Gegenden, die keine Geschichte haben. Das findet sich bei Marx und das hat auch mittlerweile spielt das eine große Rolle in den Debatten um sozusagen die eurozentristischen Grenzen des Marxismus, hat sich bei Marx vor allen Dingen dann in einer Artikelserie zu Indien niedergeschlagen. Es gibt so eine erste Folge von Artikeln von 1853. Das Datum ist jetzt wichtig, weil ich gleich sozusagen mal kurz auf diesen großen Aufstand, den indischen Aufstand von 1857 eingehe, also vor diesem Aufstand. Und diese Indien-Artikel werden also ein typischer Beweis für den Eurozentrismus und auch eine etwas sozusagen rabiate Fortschrittsgläubigkeit bis hin zur Legitimation von Kolonialismus bei Marx gelesen. Und dort finden wir tatsächlich solche Stellen, wo Marx sagt, ja, das ist zwar grausam, was da passiert, also diese Kriege gegen Indien, aber es vollzieht sich daran, und da klingt so der Weltgeist von Hegel an, es vollzieht sich daran sozusagen die historische Mission, die das britische Empire zu vollbringen hat, nämlich solche Gesellschaften, die aus sich heraus keiner Entwicklung fähig sind, in die Geschichte hineinzuziehen und vorzubereiten, also kapitalistisch zu entwickeln, um dann die Grundlagen für eine globale proletarische Revolution zu schaffen. Sozusagen eine Liste der Geschichte, die sich auch durch solche Grausamkeiten hindurchsetzt. Das klingt alles sehr legitimatorisch. Also man kann fast kennt ja diesen Spruch, the white man's burden. Das ist ja eben genau so diese Legitimation des britischen Empires. Also
wir sind nicht die Eroberer, sondern wir bringen den Menschen da Kultur und wir haben das, die Last zu tragen, das kostet uns viel Geld, aber wir opfern uns sozusagen als fortgeschrittene Nation, was man dann heute als Entwicklungshilfe bezeichnet. Kennt ihr ja. Um diese Menschen eben aus ihren feudalen Verhältnissen herauszureißen. Was da interessant dran ist, für die gesamte Thematisierung, wie Kapitalismus als ein globales System funktioniert ist, dass da ja so die Vorstellung hintersteckt, oder wenn man das überlegt, was daran mitgedacht wird, Kapitalismus entsteht an einzelnen Punkten in der Welt, vornehmlich in England, und breitet sich jetzt so mehr oder weniger gleichmäßig über die ganze Welt aus. Also könnte im Grunde sagen, das ist das Bild der flachen Welt. Eine Anspielung auf so eine apologetische Schrift aus den letzten Jahren. Das klingt auch so, wenn ihr die Einleitung zur Erstausgabe vom ersten Band des Kapitals lest, da finden sich dann auch so Stellen, dass Marx sagt, also ich entwickle so empirisch den Kapitalismus am Beispiel England, das heißt aber nichts, weil alle Nationen werden nach und nach diesem Beispiel Englands folgen und sich auch entwickeln. Von heute aus gesehen wissen wir, dass das höchst problematisch ist, weil das dann nie passiert ist. Der Kapitalismus hat sich nicht gleichmäßig als Industriekapitalismus über die Welt ausgebreitet, sondern mit erstaunlicher Hartnäckigkeit ist es eben seit 200, 300 Jahren so, dass ein tiefer Riss durch die Welt geht, ein extremes Nord-Süd-Gefälle, wo es eben ein kleiner Teil der Menschheit in diesen industrialisierten Ländern lebt, mit einem relativ angenehmen Lebensbedingungen. Und die Mehrheit der Menschheit unter erbärmlichen Verhältnissen lebt. Und trotz aller Entwicklungshilfe, trotz aller Entwicklungsprojekte, die immer wieder gestartet worden sind, es nicht zu dieser Industrialisierung kommt. Nicht im globalen Maßstab. Es hat einzelne Länder gegeben, das wissen wir, Japan, Südkorea, die später noch sozusagen aufgeholt haben. Aber wenn wir das berechnen auf die globale Menschheit, also auf die Population, dann hat sich im Grunde an dieser Ungleichheit nichts verändert. Mit dieser Vorstellung geht also Marx da zunächst mal noch an die Indien-Einschätzung heran. Das kann man also darin finden. Und für Theoriebildung, und darum wird es heute den ganzen Abend auch gehen, spielt, glaube ich, immer eine große Rolle, und das wird oft übersehen, dass sich in Theorie nicht der Genius irgendwelcher einzelnen Menschen niederschlägt, sondern die Aktivität, massenhafte Aktivitäten, Kämpfe, Auseinandersetzungen, Konflikte. Die schlagen sich in Theoriebildung ganz deutlich nieder. Das kann man auch bei Marx selber sehen. Das wird oft so von rein theoretisch orientierten Marx-Interpreten unterschlagen, weil die sich auch wenig darum kümmern, was da eigentlich passiert ist in der Zeit. Aber es gab zum Beispiel, nur mal so als ein Stichwort, es gab einen ganz wichtigen Bruch in der theoretischen Entwicklung von Marx. Das war der Weberaufstand 1844 in Deutschland, weil für die damaligen linken Kritiker der Gesellschaft die Frage sofort auftauchte, wie verhalten wir uns dazu? Damals war Marx gut befreundet mit Arnold Ruge. Die waren wirklich eng befreundet, die wollten eine Wohngemeinschaft machen und so, ganz revolutionär für die damalige Zeit. Und an der Frage des Weberaufstands kommen sich furchtbar in die Haare, weil Arnold Ruge tut das, was die meisten Linken heute auch tun. Er sagt, ja, die armen Schweine, die Weber, die haben da revoltiert, denen geht's schlimm, denen muss geholfen werden. Und Arnold Ruge schreibt dann so einen in einem offenen Brief quasi in so einer Zeitung an den preußischen König, Mensch, denen geht's schlecht und so, und damit die nicht weiter so Randale machen und ermeuten, muss denen geholfen werden. Und das ist für Marx, der auch darüber nachdenkt, auch schon angefangen hatte, über die Frage des Verhältnisses von eben der Ungerechtigkeit der Gesellschaft, den Ausbeutungsverhältnissen und der Aktivität der Massen, über dieses Verhältnis nachzudenken, angefangen hatte, der sagt, nein, in dem Moment, an dem Punkt stelle ich mich auf die Seite der Weber, der Kämpfenden, weil in diesem Kampf die Perspektive menschlicher Emanzipation liegt, aber nicht sozusagen in einer Verewigung des entfremdeten Gemeinwesens, der Staat, der jetzt wieder für die anderen
für die Menschen sozusagen das reguliert. Und Marx schreibt dann eine wütende Polemik gegen Ruge, damit ist es dann auch vorbei mit der Freundschaft. Klar, so laufen die Dinge. Aber das zeigt eben, dass an der Frage, an diesem konkreten Kämpfen und nicht rein aus einer theoretischen Reflexion heraus, schärft Marx seine Begrifflichkeit von Klassenkampf, von Konflikten innerhalb dieser Gesellschaftsordnung. Und so ein bisschen was Ähnliches sehen wir dann auch in dem Bezug auf Indien. Weil die 50er Jahre sind von zwei großen Revolten im asiatischen Raum geprägt. Das ist heute, glaube ich, wieder ziemlich vergessen, oder ich weiß nicht, ob es im Geschichtsunterricht solche Sachen vorkommen. Für die damalige Zeit waren das ungeheuerliche Ereignisse. Es kommt 1857 zu einem Aufstand in der von den Briten kontrollierten indischen Armee, der sich relativ schnell zu einem massenhaften Volksaufstand oder einer nationalen Erhebung, oder da gab es halt auch Streit dann um die Bezeichnungen, ausweitet und das britische Empire in erhebliche Bedrängnis bringt. Einige sagen damals schon, die indische Kolonie, es war noch keine Kolonie damals, es war dieser informelle Kolonialismus der Ostindischen Kompanie, ist verloren, das könnte uns jetzt entgleiten, weil in den ersten Monaten die aufständischen Truppen auch ziemliche Erfolge erzielen, die Briten an vielen Punkten militärisch schlagen. Es kursieren dann viele Geschichten über die Grausamkeiten der indischen Truppen, dass also auch Frauen und Kinder umgebracht werden. Und das damit legitimiert das britische Empire einen sehr grausamen Gegenschlag, gegen Krieg, gegen diesen Aufstand, der so grausam gewesen sein muss, dass er selbst damals in der englischen Öffentlichkeit von einigen aus der Bourgeoisie, aus den intellektuellen Kreisen hinterfragt worden ist. Und das wird oft als Sepoy-Aufstand bezeichnet, weil Sepoys, das waren die Soldaten, und es ging aus von einer quasi Meuterei. Das war dann mal so eine Geschichte, das ist auch mal immer der Streit um Begriffe. Das wurde von einigen als pure Meuterei hingestellt. Andere sagten, nee, das wird dem nicht gerecht, es hat sich eben doch ausgeweitet. Dieser Sepoy-Aufstand wird schließlich niedergeschlagen, aber man merkt so auch in der Art und Weise, wie Marx schreibt dann darüber auch wieder eine Reihe von Artikeln, Zeitungsartikeln, und man merkt, wie sich so sein Bild doch etwas verschiebt. Ja? Also wo so etwas passieren kann, wo es zu solch einem Konflikt, zu einer Massenbewegung kommt, das kann nicht so ein völlig geschichtsloses Volk sein. Also die Massen machen da auch Geschichte, sie schreiben auch Geschichte. Und das Ganze hat natürlich auch gleichzeitig eine von vornherein antikolonialistische Dimension. Das ist bei der zweiten großen Sozialrevolte, die noch viel, viel größer ist als dieser indische Sepoy-Aufstand, nicht sofort so klar erkennbar, aber hat auch im Westen einen Widerhall, und da ist eigentlich eher erstaunlich, wie weitgehend das aus dem westlichen, aus unserem Geschichtsbewusstsein verdrängt worden ist. Das ist die Taiping-Revolte in China, die so Anfang der 50er Jahre beginnt. Ganz grob gesagt eine Art chiliastische Massenbewegung, die also auf ein Himmelreich auf Erden setzt, sich gegen die alte Qing-Dynastie wendet. Wobei da eben auch so ein kolonialistischer Bezug drin ist, weil die Lebensverhältnisse für die Bauern, für die armen Leute in China hatten sich auch dadurch verschlechtert, dass eben das kolonialistische Vordringen, also nicht nach China rein, das hat ja lange gedauert, aber in den Küstenregionen bestimmte Lebensbedingungen für die Leute verschlechtert hat und die Qing-Dynastie nicht in der Lage war, was so gerade in China immer so das Kriterium für die Kaiserherrschaft ist, für die Leute was zu tun und sich auch gegen diese kolonialistischen Mächte, vor allen Dingen England und Frankreich, zur Wehr zu setzen. Und das ist wirklich man sagt, selbst heute noch ist es wahrscheinlich der an den Opferzahlen gemessen größte Bürgerkrieg in der Weltgeschichte.
Im Verlaufe des Taiping-Aufstandes sterben 20 Millionen Menschen. Also es ist nicht irgendwie so ein kleiner Aufstand, sondern es ist wirklich eine sich über Jahre hinziehende Aufstandsbewegung, die eigene Strukturen dann entwickelt, versucht sozusagen so einen eigenen Gegenstaat aufzubauen. Und das in China, also dem Land, dem in der westlichen Ideologie eben auch so was Despotisches, Unveränderliches, Geschichtsloses zugeschrieben wurde. Da muss also irgendwie bei Marx was im Kopf gerattert haben, da passiert ja wohl doch irgendwas. Da gibt es solche Kämpfe, solche gigantischen Kämpfe eines solchen Ausmaßes. Das hat sicherlich bei ihm auch eine andere Herangehensweise befördert, sage ich. Es gibt witzigerweise, und das ist jetzt so ein Link für mich auch nochmal für einen anderen Theoriestrang, es gibt einen Beleg dafür, dass Marx das beschäftigt hat, der fast immer überlesen wird in den Kapitalschulungen Band 1. Der findet sich gleich am Anfang vom Fetischkapitel, vom Fetischcharakter der Ware. Die Fetischtheorie, also ganz grob, besagt ja, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse als sachliche Beziehungen darstellen, dass also eine Verkehrung stattfindet, wo wir den Produkten unserer Hand eine Macht zuschreiben, die quasi göttlich ist. Das knüpft an eben an dieses Fetischbild. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, was das bedeutet. Da findet sich, wo Marx versucht, sozusagen diese Verkehrung mit einem Bild, was er oft macht, mit einem Bild anschaulich zu machen, schreibt er da in der Fußnote, man erinnert sich, dass China und die Tische zu tanzen anfingen, als alle übrige Welt stillzustehen schienen. Pour encourager les autres, um die anderen zu ermutigen. Ist so erstmal ziemlich kryptisch, was hat das da zu suchen, wird überlesen, okay, wieder irgend so ein verrücktes Bild von Marx. Gibt es ja einige im Kapital. Und in der MEW-Ausgabe erläutern das dann die Herausgeber, zumindest dass einigermaßen verständlich wird. Ich lese es mal kurz vor. Sie schreiben dann, nach der Niederlage der Revolutionen von 1848-49 trat in Europa eine Periode finsterster politischer Reaktionen ein. Während man sich um diese Zeit in den aristokratischen und auch bürgerlichen Kreisen Europas für den Spiritismus, besonders für das Tischrücken begeisterte, entfaltete sich in China eine mächtige antifeudale Befreiungsbewegung, insbesondere unter den Bauern, die als Taiping-Revolution in die Geschichte eingegangen ist. Das macht im Grunde klar, warum Marx hier für einen Prozess extremer Verkehrung, es ist ja eine Subjekt-Objekt-Verkehrung, dass unsere Beziehungen uns als sachliche Eigenschaften erscheinen, von Geld, Ware, Kapital und so weiter, da wählt er dieses Bild, weil das für die sozusagen politische Situation zugespitzte Ausdrucksweise ist. Wir haben nach der Niederschlagung der Revolutionen von 1848 in Europa diese Phase der extremen Restauration. Nichts geht mehr, keine Veränderung wird zugelassen. Deswegen das Bürgertum, was ein bisschen aufgezuckt hatte, sage ich mal, flüchtet sich dann in den Spiritualismus und also in die eigenen vier Wände. Und Weltgeschichte wird auf einmal an einem ganz anderen Ort geschrieben, nämlich in China. Das will das ja sagen. Und das hat also für diese Diskussion dann schon eine Tragweite, sich genau zu überlegen, warum macht der Marx das da an der Stelle und ist das wirklich einfach nur so eine zufällig dahingeratene Metapher. Und das hat meines Erachtens könnte, das ist ein bisschen spekulativ, könnte auch sozusagen mit dem Thema zu tun haben, des Fetischismus. Weil wenn Marx den Fetischbegriff gebraucht, dann hat das einen gewissen antikolonialistischen Subtext, der oft übersehen wird. Fetisch ist immer ganz berühmt irgendwie, dann geht ein Raunen durch den Saal, der Fetischbegriff von Marx und so weiter. Ist aber ja im Grunde ist ja nur ein Bild, was er wählt für einen Prozess der Subjekt-Objekt-Verkehrung. Und warum nimmt er den Fetischbegriff? Dazu müsste man jetzt weit ausholen, mache ich jetzt nicht. Es gab eine Diskussion über Fetischglauben Anfang des 19. Jahrhunderts im Bürgertum.
die Funktion dieser Debatte über den Fetischglauben war im Grunde auch wieder so ein kolonialistisches Verhältnis. Dass das bürgerliche Christentum sagen wollte, wir sind eine aufgeklärte Religion. Ja, nicht wie die Wilden und die Barbaren und wie sie alle bezeichnet wurden. Die haben ja einen sozusagen Naturglauben, einen Fetischglauben, der irrational ist. Und das Christentum ist ja was höchst Rationales, ja, kann man ja auch mit Philosophie verbinden. Und das ist also Ausdrucksform des zivilisierten Denkens. Das heißt, wir haben also in dieser Diffamierung der Religionen anderer Völker als purem Fetischglauben im Grunde auch schon so eine kolonialistische Verächtlichmachung und gleichzeitig Beweihräucherung des bürgerlichen Selbstbildes als aufgeklärt, durchsichtig, bewusst, zivilisiert und so weiter. Und Marx kommt aus dem Rheinland, wie ich. Und ja, das muss man dazu sagen, weil das Rheinländer machen immer Späße, die haben ja auch Karneval und so. Und ganz bei Marx ist ganz viel oft Ironie oder auch Witz. Das ist mal schlimm, wenn man dann sieht, dass dann irgendwie Leute aus Hamburg oder Berlin das nicht verstehen. Also wo er mit ironischen Worten, also wir hatten so eine Debatte über das automatische Subjekt und so und solche Geschichten, was völlig falsch verstanden worden ist, weil man eben diesen rheinländischen Humor nicht kennt. Und das steckt im Fetischbegriff auch so ein bisschen drin, weil der Marx, der macht sich da so einen Spaß und sagt, hier, ihr scheiß Bürger, ja, ihr bildet euch so viel ein auf euren aufgeklärten Glauben. Und jetzt weise ich euch mal wissenschaftlich nach, was ihr da mit Geld, Ware, mit eurem ganzen ökonomischen System praktiziert. Das ist hohe Religion. Ja, das ist sozusagen Fetischglaube hoch zwei. Ihr seid die eigentlichen sozusagen unaufgeklärten Dummen, weil ihr lasst euch so verblenden von den ökonomischen Formen, in denen sich eure gesellschaftlichen Zusammenhänge ausdrücken, dass ihr überhaupt nichts mehr kapiert. Also das ist sozusagen so eine Retourkutsche, die jetzt aus dieser kolonialistisch eingefärbten Debatte über Fetischglauben den Bürgern zurückgibt und sagt, ihr seid eigentlich die Verblendeten und die völlig irrationalen Vorstellungen anhängen. Ja, also wenn man das Kapital mal ganz liest, also gerade so die Schlusskapitel vom dritten Band, das ist ja genau in allen Formulierungen immer wieder, dass er sagt, wie irrationell diese ganzen Vorstellungen sind, die wir über Lohn, über Boden, Miete, Zins, diese ganzen Kategorien haben, die Art und Weise, wie das sich das Bürgertum selber erklärt, sind völlig irrational. Das ist wirklich Fetischglaube, das ist Fetisch pur, wie er sagt. Also insofern kann man schon sagen, wir haben an dieser Stelle auch so einen gewissen antikolonialistischen Subtext. Die Frage ist nur eben, wie weit wird das bei Marx durchgeführt. Ja, also da kommen wir dann sozusagen dann wieder zurück auf sachliche Fragen. Ich habe das in der Ankündigung mal so angedeutet. Das ist die Frage, wie weit konnte sich Marx von diesem Bild, was wir noch so im Kommunistischen Manifest oder auch im ersten Band des Kapitals da in diesem Vorwort finden, der flachen Welt lösen. Also inwieweit ist ihm klar geworden, dass sich der Kapitalismus nicht linear, geradlinig über die ganze Welt ausbreitet und überall ähnliche Lebensverhältnisse schafft, sondern dass es scheinbar zu den Funktionsbedingungen des kapitalistischen Weltsystems gehört, dass es diese extreme Nord-Süd-Spaltung gibt, dass es so ein kolonialistisches, von mir aus auch imperialistisches Verhältnis auf der Welt gibt, wo eine Minderheit der Menschen in Reichtum, in relativem Reichtum lebt und die Mehrheit in extremer Armut. Dass also dieses Verhältnis ein systematisches ist und nicht nur ein beiläufiges, nicht nur ein, was man auch wieder einholen könnte. Das erinnert so ein bisschen, es gibt so ganz kurz so ein paar Paragraphen bei Hegel in seiner Philosophie des Rechts zur Frage der Kolonien. Und das ist ein bisschen so auffällig, weil das so untypisch für Hegel, der macht ja aber dann immer so Widerspruch und Antithese und These und Auflösung und Synthese und so weiter. Und da passiert so was Merkwürdiges, dass er an der Frage Wirtschaftskrisen, Verelendung, Gefahr des Pöbels, Gefahr der Revolution, das diskutiert ja der Hegel da alles, der kannte ja auch Adam Smith und Ricardo und wusste schon Bescheid,
Und dann sagt er, ja, ein Ausweg könnten doch Kolonien sein. Nicht? Dann exportiert man entweder das Kapital oder die Menschen und schafft so eine Entlastung. Also so eine, ist ja auch tatsächlich so passiert. Und dann zuckt er so zurück und sagt, na gut, aber irgendwie passt das jetzt doch nicht irgendwie in meine Vorstellung von Gleichheit und Gerechtigkeit. Also wird man es dann irgendwann die Kolonien auch wieder abschaffen müssen. Und das bleibt dann so, so stehen irgendwie. Man weiß jetzt nicht, ist es eine Lösung, ist es keine Lösung. Also das ist, aber so ein bisschen an so einem ähnlichen Punkt, denke ich, hat da auch Marx gestanden irgendwie. Sind Kolonien, oder ich komme jetzt auch gleich noch zur Sklaverei, was ja sozusagen die erste und extremste Form des Kolonialismus war, im Frühkapitalismus, sind das so, ja, so feudale Überreste? Wird sich das sozusagen legen und in diese friedlichen Formen der kapitalistischen Vergesellschaftung über Ware und Geld auflösen? Oder bleibt das bestehen? Gehört das systematisch dazu? Und da gibt es eine ganz interessante Debatte zu, eine Debatte vor allen Dingen über den späten Marx, der ja es nicht mehr geschafft hat, das Kapital fertig zu schreiben, aber sich mit solchen Fragen beschäftigt hat, weil er dann an einem anderen Punkt, nämlich an der Frage von Russland, gesehen hat, das ist komplizierter. Ich kann, im Grunde hat er gesagt, ich kann mein Buch nicht so fertig schreiben, weil diese Frage treibt mich jetzt um, weil in Russland war das sehr markant, Russland stand in einem engen Verhältnis zur englischen Ökonomie, hätte also alle Voraussetzungen gehabt, sich quasi in Anlehnung an England auch zu entwickeln. Britisches Kapital investierte auch in Russland. Aber es kam nicht zu der Entwicklung. Ja? Russland blieb ein weitgehend agrarisches Land und hatte eine Funktion als Rohstofflieferant für Industrieländer. Aber hat selber keine massive Industrialisierung durchgemacht. Und das ist ökonomisch ein total brisantes Problem für ihn, nicht? Also fängt er an, Russisch zu lernen, also wie er das immer gemacht hat, stürzt sich da rein und liest Statistiken. Positive Forschung für Marx war immer klar, man muss die Sachen sich konkret angucken, um da Bescheid zu wissen, um was darüber aussagen zu können. Man kann nicht darüber spekulieren. Es gibt auch aus der Zeit etwa so einen sehr oft zitierten Brief, wo sich Marx so ganz radikal von Geschichtsphilosophie verabschiedet, was vielleicht noch so in früheren Schriften zu finden ist. Also Geschichtsphilosophie im Grunde so, ich entwickle hier Gesetzmäßigkeiten, wie sich die Welt entwickelt und so wird es dann passieren. Und da sagt er gegenüber so einer Lesart von russischen Ökonomen seines Kapitals, oder er wendet sich gegen so eine Lesart, die jetzt aus dem Kapital so einen bestimmten Entwicklungsweg für Russland ableiten will. Und er sagt, das ist alles Kokolorus, ihr könnt da nicht allgemeine historische Gesetzmäßigkeiten daraus ablesen, sondern ihr müsst euch im Detail den Stoff aneignen, empirisch angucken, was da los ist. Dann könnt ihr auch entschlüsseln, was da passiert, aber nicht umgekehrt. Und das ist natürlich auch Anspruch an ihn selbst und er versucht also sich klarzumachen, was da passiert. Das hat er aber nicht mehr zu Ende gebracht. Dasselbe Problem haben wir mit der Sklaverei, weil ich würde mal sagen, Marx hat nie systematisch erforscht, was die moderne Sklaverei ist. Das Bild des Sklaven war immer für die Aufklärung und so weiter eine wichtige Abgrenzung zur Frage von Freiheit. Das Paradoxe ist aber, dass diese ganzen Aufklärer, die haben immer sozusagen über den abstrakten Sklaven, wie sie ihn aus der griechischen Literatur kannten, geredet, aber nie darüber, dass ihr Kaffee, ihr Zucker, ihr Tabak, alles, was sie so auf ihrem Tisch an Genussmitteln vorfanden, von tatsächlichen Sklaven in der Karibik produziert wurde. Diese realen Sklaven, auf denen, man kann sagen, ein großer Teil des Reichtums des Frühkapitalismus basierte, die tauchten nicht auf. Das ist im Grunde ein Puzzle. Also dieses schöne kleine Buch da von Susan Buck-Morse, Hegel und Haiti, das steigt im Grunde mit diesem Puzzle ein. Und sie fragt sich, wie kommt das? Ja? Wie konnten die das so weitgehend verdrängen? Ein afroamerikanischer Theoretiker hat mal gesagt, es wundert eigentlich nicht, dass die Denker der Aufklärung von der realen Sklaverei abstrahiert haben. Es wäre verwunderlich, wenn sie es nicht getan hätten. Aber das verweist dann wieder auf die Frage, was ist denn überhaupt die Aufklärung? Kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Und bei Marx ist es eben so, es gibt dann so hin und wieder
ein paar Hinweise auf Sklaven, und er grenzt immer Sklaven gegen Lohnarbeit, freie Lohnarbeit ab, wobei frei ist ja für ihn auch wieder so ein ironischer Begriff, doppelt frei. Also ich bin frei, ich kann mir aussuchen, welchem Kapitalisten ich in den Arsch krieche, aber ich bin gezwungen, es zu tun, weil ich keine eigenen Produktionsmittel, keine eigenen Subsistenzmittel habe. Das heißt, er spielt auch hier mit einer ironischen Weise mit dem Begriff der Freiheit. Das hat aber zu Missverständnissen geführt, weil gerade, ich sage mal, die europäische Arbeiterbewegung dann im Grunde das sehr positiv konnotiert hat, wir sind freie Arbeiter im Unterschied zu Sklaven. Und daher bleibt es so ein bisschen theoretisch auch offen, sind Sklaven zum Beispiel, produzieren Sklaven Wert, sind sie eine Quelle von Kapitalakkumulation? Da finden sich dann so provisorische Überlegungen in den Grundrissen, also in einem Text, den Marx nie veröffentlicht hat. Ja, die Sklaven werden so als konstantes Kapital behandelt, dann sind sie aber nicht wertschöpfend. Das sind aber alles so Experimente. Man muss einfach konstatieren, das haben auch Leute aufgezeigt, Marx hat es nie untersucht. Ja. Marx, es gibt keine Untersuchung der karibischen Sklaverei, also das war das Zentrum der Sklavenproduktion, der Plantagenwirtschaft, im Frühkapitalismus. Das hat er nie wirklich untersucht. Und hätte er es getan, würden auch viele, wenn man es auch in seinen eigenen Augen, nach den Maßstäben seiner eigenen Kritik der politischen Ökonomie liest, hätten einige Analysen da anders ausfallen müssen. Und heute geht eigentlich die mehr oder weniger einhellige Auffassung der neueren Forschung in die Richtung zu sagen, das war im Grunde die Quelle der Wertproduktion im Frühkapitalismus. Also das ist einfach, die macht man sich heute vielleicht nicht mehr so klar, aber die Plantagenproduktion auf den karibischen Inseln, also Jamaika, Saint-Domingue, was heute Haiti ist, und Dominikanische Republik und den anderen westindischen Inseln, das war in einer sehr, sehr konzentrierter Form eine absolut moderne Produktionsweise, wo gigantische Kapitalsummen für die französischen, englischen Kapitalisten produziert wurden. Holländische gab es auch noch. Insofern ist diese krasse Abgrenzung zwischen Sklaven quasi vorkapitalistisch oder Sklaverei vorkapitalistisch und freie Lohnarbeit, die eigentlich kapitalistische Arbeitsform, die ist im Grunde, lässt sich so nicht halten. Zumal auch, wenn wir dann jetzt genauer reingucken, es gibt so breite Debatten über free and unfree labor, freie und unfreie Arbeit. Und da zeigt sich, dass eben die Übergänge auch sehr, sehr schillernd sind, ja. Also die Abgrenzungen sind nicht so schillernd, und die Sklaverei, die dort stattgefunden hat, also die auf der massenhaft millionenfachen Verschleppung von Menschen aus Afrika in die Karibik, später nach Nordamerika und nach Lateinamerika beruhte, das wird heute als moderne kapitalistische Sklaverei bezeichnet, die nichts, aber auch gar nichts mit diesen klassischen Bildern des griechischen Sklaven oder des römischen Sklaven zu tun hat. Das ist eine völlig andere Form. Ja. Das sozusagen nur mal als auch so ein Punkt, wo wir bei Marx nichts finden werden und wo es auch unsinnig wäre, da irgendwas reinzulesen oder in Schutz zu nehmen. Es gibt so eine bestimmte Spielart von marxistischer Literatur, die versucht, Marx vom Vorwurf des Eurozentrismus reinzuwaschen. Immer so zu sagen, ja, aber guck doch mal da, da hat er auch das gesehen und das gesehen. Das ist für mich Religion. Also das ist eine religiöse Frage, ob man jetzt alles glaubt, was Marx gesagt hat oder nicht. Das ist auch uninteressant. Wir wollen auch Erkenntnisfortschritte, also nach dem Maßstab von Marx selber. Wir wollen gucken, wie lassen sich diese Zusammenhänge begreifen. Und dann muss man auch einfach ganz gnadenlos und offen und unverklemmt, sage ich mal, was gerade der deutschen Linken dann oft schwerfällt, wenn es um Marx geht, also ganz, ganz unverklemmt über diese Schwachpunkte reden. Und das ist, also gerade diese Begrifflichkeiten zur Sklaverei, die sind welche, wo man auch einfach sagen kann, da hat Marx nicht zu geforscht, Punkt aus. Das müssen wir tun. Das haben auch Leute danach getan. Gut. Wenn ich jetzt sage Black Marxism, dann bedeutet das, wo finden wir jetzt Ansatzpunkte oder wo gibt es spannende Entwicklungen, die über diese Schwachpunkte hinausgegangen sind und wo wir also Ansatzpunkte finden können, diese globalen Verhältnisse nochmal anders zu diskutieren und was eben
da immer mitschwingt und was immer eine Rolle daran spielt, ist eben auch die Frage des Rassismus. Weil kolonialistische Verhältnisse von Anfang an rassistisch eingefärbt waren oder im Zusammenhang mit diesem Nord-Süd-Gefälle eben auch bestimmte Formen einer rassistischen Ideologie, rassischen Zuschreibungen und so weiter entwickelt worden ist. Am markantesten, aber nicht nur, natürlich an der Frage oder im Gegensatz zu Menschen aus Afrika, weil eben dieser transkontinentale Sklavenhandel von Afrika in die Amerikas einfach im Zentrum der kapitalistischen Akkumulation im 17., 18. Jahrhundert stand und sich eben dann vor allen Dingen in Nordamerika verfestigt hat, bis ins 19. Jahrhundert hinein, man kann sagen bis heute, weil die Frage, ob durch den großen Bürgerkrieg in Nordamerika von 1861 bis 65, ob sozusagen dieses Verhältnis überwunden worden ist oder nicht. Von daher kommen natürlich aus dem Raum auch ganz viele Anstöße, deswegen Black Marxism, weil eben die Zuschreibung der Hautfarbe oder weil die Zuschreibung, die rassistische Zuschreibung hier über die Hautfarbe läuft als schwarz, wobei aber die Theoretiker genauso gut sagen, wir könnten jetzt auch über Rot oder über Gelb oder über andere Farben reden, weil sie in bestimmten Konstellationen auch solche rassistischen Funktionen gespielt haben. Das ist jetzt nur ein, also Black Marxism, Titel eines Buches von Cedric Robinson. Das ist nur eine Arbeit unter vielen aus dem angelsächsischen Raum, vor allen Dingen aus den USA, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Es gibt eine sehr breite Literatur dazu. Was jetzt das Spezifische eben dieser Schriften ist, die auch Robinson sich anguckt, die Traditionen, die theoretischen Anstöße, ist, dass es hier um Beispiele oder Versuche geht, ausgehend vom Marxismus oder mit dem Marxismus oder durch eine Kritik des Marxismus hindurch, etwas Produktives über dieses globale Nord-Süd-Verhältnis und über die rassistische Dimension, die Colorline, zu reden und darüber etwas auszusagen. Ich will im Grunde jetzt nur so etwa in so wie Robinson das in seinem Buch macht, auf zwei wichtige Theoretiker eingehen, die einfach zentral entscheidend sind für die Entwicklung, die hier nicht so bekannt sind. Gut, das ist immer so ein bisschen, also alles, was aus den USA kommt, das dauert so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie breit sind hier in Zürich an der Uni Postcolonial Studies verankert? Gibt es Postcolonial Seminare bei den Ethnologen oder? Seit etwa 3 Jahren. Ja. Also das ist natürlich, was man als Postcolonial Studies bezeichnet, ist eine Spielart, so etwas aufzubohren, ist aber jüngeren Datums und ich beziehe mich jetzt zunächst mal auf frühere Exponenten der schwarzen oder nennen wir es afroamerikanischen, das ist nicht ganz richtig, bei dem einen stimmt es nicht, Vertreter, die genau diese Problematik gesehen haben, die aus einer sozialistischen oder marxistischen Tradition kommen und aber dann sehr schnell auf die Grenzen davon gestoßen sind. Und das Interessante ist eben auch hier wieder bei den beiden Beispielen, auf die ich mich jetzt beziehe, dass klar zu sehen ist, wie diese theoretischen Entwicklungen in einem Bezug auf Kämpfe stehen, auf die Bedeutung von Kämpfen für die Theoriebildung und auch in Bezug auf Geschichtsschreibung. Wie schreiben wir Geschichte? Ja, also sowohl für die Diskussion über, denke ich, über Kapitalismus als auch für die Diskussion über Rassismus spielt das eine sehr große Rolle, was für eine Geschichtsschreibung von Kämpfen, von Aktivität es gibt, wo die ausgeblendet werden, wie an diesem Beispiel mit den geschichtslosen Völkern, wo also ganzen Völkern sozusagen eine Bewegungsfähigkeit abgesprochen wird. Genau vor demselben Problem stehen wir eigentlich auch
in der Frage der rassistischen Rechtfertigung des globalen Kapitalismus, dass dort eben an ganz vielen Punkten immer Kämpfe abgeschnitten worden sind, verleugnet worden sind, ausgeblendet, zum Schweigen gebracht worden sind. Und Robinson bezieht sich als vor allen Dingen auf zwei Theoretiker, auf die ich jetzt kurz eingehen will. Ich schreibe jetzt mal, ein kleiner Rest von Kreide ist noch da, weil die auch so komplizierte Namen haben. Der eine heißt W.E.B. Du Bois. Der ist, ihr seht, ein Jahr nachdem Marx den ersten Band des Kapitals veröffentlicht hat, geboren. Also ist jetzt kein Zeitgenosse von Marx, aber fällt schon noch in dieselbe Zeit, ist sehr alt geworden. Das W.E.B. heißt William Edward Burkhardt. Müsst ihr euch aber nicht merken, weil in der Literatur und überall wird der Name immer so geschrieben und abgekürzt. Und er ist sozusagen so ein bahnbrechender Theoretiker der afroamerikanischen Forschung zur rassistischen Konstellation in den USA. Er selber stammte aus einer eher mittelständischen, kleinbürgerlichen Familie, hatte von daher auch als Schwarzer das Privileg einer relativ guten Ausbildung genossen. Und wie das typisch für solche Menschen ist, hatte auch erstmal die Vorstellung, die Situation der Schwarzen in den USA vor allen Dingen über Bildung, Ausbildung zu verbessern. Das deckt sich auch so ein bisschen so mit normalen, klassischen, marxistisch-leninistischen Vorstellungen. Die Arbeiterklasse wird zur Revolution geführt, indem man sie ausbildet, nicht? Und indem man ihnen Klassenbewusstsein vermittelt in Abendkursen und so. Und das war also auch erstmal die Vorstellung von ihm. Und interessant ist, auf welche Art und Weise und wie er sich dann im Grunde davon gelöst hat und zu anderen Vorstellungen gekommen ist. Also das brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Also das Problem auch in der Zeit, wo er aufwuchs, wo er groß war, der rassistischen Unterdrückung ist eklatant in den USA. Ja, ich beschreibe das jetzt nicht näher, weil das ist im Grunde, was Inhalt einer seiner Hauptwerke ist. Er schreibt dann ein Buch, was sehr bahnbrechend, macht eine Untersuchung, die sehr bahnbrechend geworden ist für die ganze weitere Debatte. Er orientiert sich am Marxismus. Das ist auch was Bemerkenswertes, weil es gab also in der, kann sagen, antirassistischen Bewegung und Organisierung der schwarzen Bevölkerung in den USA gab es alle möglichen Strömungen, aber relativ wenige am Marxismus orientierten, was auch einfach daran lag, dass der Marxismus zu der Frage herzlich wenig zu sagen hatte. Und auch die meisten kommunistischen Parteien eigentlich darüber nicht groß Worte verloren haben, sondern dass im sozusagen landläufigen Marxismus eher so, ja gut, da gibt es solche Probleme, aber letztendlich die Einheit der Arbeiterklasse wird zur Revolution führen und dann abstrahieren wir mal von den Problemen, die werden sich schon erledigen. Das ist im Grunde, da haben wir ganz viele Parallelen, was den Rassismus angeht, zur Geschlechterfrage, wo wir ja so ähnliche Phänomene haben. Und was er dann macht, er nimmt sich die Zeit des Bürgerkriegs in den USA und die Zeit danach vor. Und nur ganz kurz so zum Hintergrund, ich habe ihn selber nicht gesehen, ich habe nur ein paar kritische Besprechungen gelesen. Hat jemand den letzten Spielberg-Film gesehen, Lincoln? Also da geht es ja um das Thema. Ja, es wäre jetzt auch wieder interessant, man könnte jetzt diesen Spielberg-Film sozusagen auch mal sehen, was darin nämlich genau fehlt. Also solche Kritiken kenne ich eben, weil die Geschichte, die W.E.B. Du Bois zu erzählen hat, die fehlt in diesem Film komplett.
im Film soll es wohl so sein, aber das ist im Grunde auch so die Legende. Lincoln, Präsident damals, will die Sklaverei abschaffen oder schafft die Sklaverei ab 1863 durch diesen 13. Zusatzartikel. Und es kommt zu einem Gegensatz zwischen den Südstaaten, wo die Sklaverei praktiziert wird, und den Nordstaaten, Drohung der Abtrennung. Es kommt zu einem Bürgerkrieg, gilt als einer der ersten großen industriekapitalistisch geführten Kriege. Aber schließlich werden die Sklaven befreit. Und die Zeit danach, so von 1865 bis 1877, wird als die Reconstruction bezeichnet. Die Rekonstruktion. Das System in den Südstaaten musste neu aufgebaut werden. Sie waren unter militärischer Besatzung noch von Nordstaatentruppen, um also diese weißen Plantagenbesitzer dazu zu zwingen, dass sie tatsächlich jetzt das Stimmrecht, das passive Wahlrecht den Schwarzen auch einräumten. Und das Ganze gelingt aber angeblich nicht. Die Schwarzen sind zu früh befreit worden, die Sklaven waren noch nicht reif für die Demokratie. Sie können sich nicht wirklich am politischen System beteiligen. Und das Ganze geht wieder unter. Und wir haben dann ab 1876, 77 im Grunde wieder die faktische Rückkehr zu einer Semisklaverei, Halbsklaverei. Jim Crow, also die Segregationsgesetze, alles das, was erst viel später dann nach dem Zweiten Weltkrieg Gegenstand der Bürgerrechtsbewegung wird, all das wird eingeführt und quasi wieder so eine halb sklavenähnliche Gesellschaftsorganisation aufgerichtet. Das ist die Legende, das ist sozusagen die offizielle Geschichtsschreibung. Und W. Du Bois sagt jetzt, damit setze ich mich auseinander und fängt an, das zu untersuchen. Er ist auch Historiker, er ist auch geschult an solchen Sachen. Später hat man ihm vorgeworfen, ja, du hast ja gar keine Archivarbeit gemacht. Er hat dieses Buch er nennt es The Black Reconstruction in America. Er hat dieses Buch 1934 geschrieben. Und der Vorwurf, er hätte keine Archive bei den Südstaaten gemacht, ist bizarr. Weil ihm, als einem schwarzen Menschen, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, irgendwelche Archive in den Südstaaten zu besuchen. Also man abstrahiert dann bei dem Vorwurf komplett davon, was eigentlich die Situation war. Trotzdem macht er eine sehr gründliche Untersuchung. Und an der sind ein paar Sachen sehr wichtig. Das eine ist, ausgehend von der marxistischen Begrifflichkeit thematisiert er die Sklaven in den Südstaaten als Arbeiter. Er spricht von Anfang an vom Black Worker, von den schwarzen Arbeitern. Und guckt sich auch die gesamte Klassenzusammensetzung an, das Verhältnis von Schwarzen zu weißen Arbeitern, den White Poors, die ja später eine sehr wichtige Rolle auch in der Rassismusfrage spielen werden. Und geht also sozusagen mit Kategorien der marxistischen Kapitalkritik da dran, sieht es als ein Ausbeutungsverhältnis und fragt sich, welche Rolle diese Menschen in dieser Entwicklung gespielt haben. Und arbeitet dann sehr schön heraus, dass es nicht irgendwie Lincolns heroische Entscheidung 1863 war, jetzt die Sklaven zu befreien, sondern dass eine massenhafte Bewegung den Staat dazu gezwungen hatten, darauf einzugehen. Er nennt das den General Strike, den Generalstreik, der sich mit dem Beginn des Krieges entwickelt. Weil was passiert, und da haben wir sogar teilweise, da spricht auch Du Bois davon, ein Zusammengehen von weißen und schwarzen Arbeitern, die Sklaven verlassen massenhaft zu Hunderttausenden die Plantagen, fliehen in den Norden, beziehungsweise versuchen, die Truppen des Nordens zu finden, um dort den Krieg gegen ihre verhassten Herren zu unterstützen. Gleichzeitig, aufgrund der durch kriegsbedingten schlechten wirtschaftlichen Lage, verlassen auch viele Weiße, arme Weiße, weiße Arbeiter aus dem Süden, ihre Arbeitsplätze. Und das fasst eben Du Bois als eben einen massenhaften, nicht irgendwie von einer Gewerkschaft, einer Partei organisierten, aber faktisch durchgeführten Generalstreik zusammen. Und kann das auch sehr genau belegen, dokumentieren, das ist heute auch unumstritten in der historischen Forschung, dass es tatsächlich diese massenhafte Bewegung gegeben hat. Und die, sagt er, kann er zeigen, zwingt dann
ein Krieg, der nicht dafür geführt wurde, die Sklaverei abzuschaffen. Das ist eine Illusion. Also die Nordstaaten sind nicht deswegen in den Krieg gezogen, aus humanistischen Gründen, sondern eben um diesen Staat zusammenzuhalten. Und man wollte sich irgendwie arrangieren an der Frage auch der Sklaverei, wie auch immer. Aber das war nicht das vornehmliche Ziel dieses Krieges. Aber durch die faktische Selbsttätigkeit der Sklaven oder Ex-Sklaven in den Südstaaten ist der Staat gezwungen, darauf zu reagieren und offiziell die Abschaffung der Sklaverei zu proklamieren und den Südstaaten eben das auch zunächst mal aufzuzwingen. Das ist also das eine, das ja erstmal zeigt, welche Bedeutung diese Massenbewegungen in der Geschichte, wie Menschen ihre Geschichte machen haben. Es ist nicht die Geschichte der großen Herren, sondern es ist die Geschichte der kleinen Leute. Und das bringt ihn auch, und auch da geht er dann sozusagen einen Schritt über den herkömmlichen Marxismus hinaus, es bringt ihn auch in Widerspruch mit den bisherigen Vorstellungen der Avantgarde-Partei, des Klassenbewusstseins, was in die Massen hineingetragen werden muss, wie Lenin gesagt hat, weil er sagt, da gab es keine Partei, da gab es keine Gewerkschaft, das haben die Menschen selber gemacht. Das heißt, das Verhältnis von Massenbewegung und Theorie oder Bewusstsein muss ich auch nochmal anders denken. Und das sind also die Stärken dieser Analyse. Also wie gesagt, auch die ökonomische Kategorie, dass er ganz klar sagt, es sind Arbeiter und es ist eine bestimmte Form von Arbeit für den Kapitalprofit. Das ist kein feudalistischer Rest, kein Überbleibsel, sondern spielt eine ganz zentrale Rolle. Und seine These geht ja dann auch faktisch in die Richtung zu sagen, die Sklaverei wurde nicht abgeschafft, weil sie ökonomisch nicht mehr rentabel war. Das ist so eine Theorie, die stützt sich auf so ein paar Aussagen von Marx angeblich, die ist auch verbreitet. Sondern im Grunde, was später auch Blackburn in seiner großen Studie zur Abschaffung der Sklaverei nachzeigen kann, die Sklaverei wurde vor allen Dingen abgeschafft, weil sie nicht mehr regierbar war. Weil ein Weltsystem, was in dermaßen auf Sklaverei beruhte, nicht mehr kontrollierbar war. Und das ist im Grunde das, man kann das auch so an dem Herrschaftswechsel vom holländischen Imperium dann zum britischen Empire nach 1815, also nach Waterloo, ablesen, dass das britische Empire, es braucht etwas, um sich als neue Weltmacht in Geltung zu bringen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für das britische Empire ist zu sagen, wir schaffen die Sklaverei ab. Das führt dann ja zum Abfall der USA zunächst mal, weil die ihre Sklaverei behalten wollen. Aber es setzt sich halt durch. Und das ist sozusagen die neue Bedingung, um das kapitalistische Weltsystem zusammenzuhalten, dass eben so ein formeller Konsens über die Abschaffung der Sklaverei organisiert wird. Und das vollzieht sich dann in den USA sozusagen verspätet durch diesen Krieg. Also das ist einfach von daher in vielerlei Hinsicht eine großartige, man kann sagen, marxistische Studie, die aber über die Schwachpunkte einer bisherigen marxischen Theorie, wo die Rassenfrage, kolonialistische Ausbeutung, Frage der Sklaverei nicht vernünftig eingeordnet werden konnte, hinausging. Wir finden sogar bei Dubois also er ist sozusagen geschult durch den Marxismus auch ein Dialektiker oder denkt auch in dialektischen Beziehungen. Und wir finden schon sehr weitsichtige, hellsichtige Beleuchtungen zu den globalen Beziehungen zwischen solchen Prozessen. Weil er andeutet, 1834, er hat später, er hatte ja auch in Berlin studiert, konnte Deutsch und hat später auch sehr viel über den Ersten Weltkrieg geschrieben, was sich 1834 erst so andeutete, dass es dazu kommen würde. Aber, 1934. Aber er stellt eine sehr intelligente Überlegung zu den Zusammenhängen zwischen dem Bürgerkrieg in den USA und der Entwicklung zum Ersten Weltkrieg an, zu den weiteren Kriegen, weil er sagt, als die Kapitalisten in den Südstaaten nicht mehr auf die billige Sklavenarbeit zurückgreifen konnten, war eine logische Konsequenz, dann bringen wir das Kapital dahin, wo Sklaverei noch mehr oder weniger möglich ist oder sklavenähnliche Verhältnisse. Das heißt, sehr viel mehr Kapital, und das passierte ja auch, sehr viel Kapital emigrierte in Länder des Trikons, also Lateinamerika, Asien, Afrika,
wo sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse ausgebeutet werden konnten, aber man sagen konnte, ja, das ist ja nicht unser Bier, haben wir nichts mit zu tun. So wie wir heute unser T-Shirt irgendwie bei Kick oder solchen Konzernen oder bei C&A und H&M kaufen und sagen, ja, dass das sklavenähnliche Verhältnisse in den Fabriken in Bangladesch sind, ja, das ist das Problem der Regierung in Bangladesch, da müssen die sich drum kümmern, aber ich bin ja hier so, nicht? Also das ist im Grunde genau das, was sich dann, was sich da dann auch schon durchsetzt. Und das führt dann natürlich zu einem Konflikt oder einer Konkurrenz der kapitalistischen Staaten um diese Orte, wo ich Sklaverei ausbeuten kann. Also diese Zuspitzung oder Konflikte um Kolonien, die wir im Vorlauf zum Ersten Weltkrieg sehen. Und also das deutet Dubois da auch schon an. Der zweite Theoretiker, auf den sich Robinson bezieht oder der auch eine ganz wichtige, vielerlei Hinsicht wichtige Bedeutung spielt für diese Frage, den kennen vielleicht einige mehr von euch, der hat auch wieder so einen komplizierten Namen, weil die haben immer so viele Vornamen. Aber der wird auch, brauche ich nur merken, C.L.R. James geschrieben. Das heißt Cyril Lionel Robert. Cyril Lionel Robert. Aber C.L.R. James reicht, da findet ihr den. Der hat von 1901 bis 1989 gelebt. Den kennen vielleicht einige von euch im Kontext, wer sich mal mit Socialismo Barbarie, Castoriadis oder sowas beschäftigt hat. Da gab es sehr enge Verbindungen. Die haben viel zusammen gemacht. Und im Unterschied zu von W.E.B. Du Bois gibt es sehr, sehr wenig auf Deutsch. Also dieses große Hauptwerk gibt es nicht auf Deutsch. Das müsst ihr auf Englisch lesen. Von C.L.R. James gibt es ein paar Sachen und das, worauf ich jetzt genauer eingehe, gibt es auf Deutsch. James stammt aus Trinidad, also aus der Karibik. Als Folge dieser ganzen Konzentration der frühkapitalistischen Akkumulation und des Sklavenhandels auf die Karibik hat sich ja bis heute ein sehr hoher dunkelfarbiger Bevölkerungsanteil dort gehalten. Und es war allerdings gerade in Trinidad und ein paar anderen dieser Ex-Kolonien, teilweise waren die auch wieder rekolonialisiert worden. Trinidad war wieder eine Kronkolonie von England geworden, hatte sich hatte sich dort eine schwarze oder mulattische Kleinbourgeoisie entwickelt, von der also James auch profitierte, weil er eine relativ gute Ausbildung bekam. Ich sage jetzt mulattisch, denkt euch bitte immer die Anführungszeichen dazu. Nur wenn wir über die Karibik reden, spielt dieser Begriff des Mulattens, also diese vielfältigen möglichen Schattierungen von Hautfarben, eine extrem große Rolle. Das ist also auch nochmal eine Spezifik der Karibik, weil dort eben auch durch rassistische Konstruktionen schon sehr früh, und das betrifft gerade auch Haiti, mit diesen Kategorien und Zuschreibungen gespielt worden ist. Also in Saint-Domingue, also vor der haitianischen Revolution, gab es, glaube ich, so eine Abstufung, das schreibt James auch in seinem Buch, von sowas wie 134 verschiedenen Abstufungen, die alle eine bestimmte sozusagen kastenförmige Zuschreibung darstellen. Ja, also es ist absurd und extrem. Aber deswegen kommt man schwer, also wenn man über politische Verhältnisse in der Karibik diskutiert, ohne diese Begrifflichkeiten aus, auch wenn wir uns immer klar machen müssen, es sind soziale Konstrukte, es sind rassistische Konstrukte, die wir bekämpfen. Aber dafür müssen wir uns damit auch auseinandersetzen können. Und er genießt eine relativ gute Ausbildung. Ist eigentlich gar nicht jetzt so oppositionell. Seine Hobbys sind Cricket und englische Literatur, Shakespeare und so, das ist so, damit wird er groß und wird aber auch
durch seinen Freundeskreis und so weiter, natürlich in bestimmte politische Debatten gezogen und merkt, er geht dann nach England und merkt, mit der Selbstverständlichkeit, mit der er Schwarzer in Trinidad sein konnte, kann er das in England nicht sein. Das heißt, die Frage der rassistischen Ausgrenzung wird auch virulent. Vielleicht auch wieder so ein Beispiel, woran man das merkt, weil das für uns, glaube ich, gar nicht so eine Rolle spielt, auch in unserem Geschichtsbewusstsein, was aber für Menschen afrikanischen Ursprungs oder die als solche gesehen haben, eine ganz, ganz große Rolle in der Zeit gespielt hat. Das war der Überfall des faschistischen Italiens auf Äthiopien 1934. 1934 hat Italien Äthiopien annektiert. Das war wahrscheinlich hier nicht so, oder in unserem Geschichtsbild ein bisschen untergegangen, weil wir andere Probleme hatten mit Hitler und allem Möglichen. Dann kam auch bald danach der Spanische Bürgerkrieg. Es war aber für die Schwarzen auf der ganzen Welt, die sich auf Ideen des Panafrikanismus, die damals entstanden sind, und die Frage der Entkolonialisierung in Afrika bezogen haben, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und stand eigentlich, es sind auch Freiwillige dann nach Äthiopien gegangen und der James hatte auch selbst überlegt, sie hatten dann in London gleich so ein Solidaritätskomitee quasi, so ein Solidaritätskreis für Äthiopien gegründet, und er war eigentlich auch mehr oder weniger entschlossen, da mit der Knarre in der Hand nach Äthiopien zu gehen, auch weil er sich davon erhoffte, eben in einen engeren Kontakt zu den afrikanischen Massen und deren Ambitionen zu kommen. Also das nur mal so zum Hintergrund, um klar zu machen, was für ein Typ das war. Und er war aber, kam dann im Grunde erst so in England richtig in Kontakt zum Marxismus und insbesondere zum Trotzkismus. War auch eine Zeit lang so eine ziemlich große Nummer, so im das war ja der beginnende Trotzkismus, nicht so wie heute, sondern damals sortierte sich das ja erst gerade, aber er traf Trotzki und diskutierte mit denen mit und orientierte sich auch sehr stark an dieser Variante, sag ich mal, des Marxismus. Und was aber jetzt nachhaltig einen Einfluss auf die Theoriebildung hatte, auch eines eben schwarzen Marxismus oder eines anderen Marxismus. Das war eine Studie von ihm, eine historische Arbeit, die er geschrieben hat 1938 über die haitianische Revolution. Das Buch heißt, das gibt es auf Deutsch, das ist später mal in einem DDR-Verlag übersetzt worden. Ja, im Rahmen des Kalten Krieges haben die da alles mögliche übersetzt, was irgendwie ein bisschen gegen den Westen gestunken hat. Auch Sachen, die eigentlich jetzt gar nicht so in ihre eigene Linie passen. Das war schon okay. Das Buch heißt Die schwarzen Jakobiner, Toussaint Louverture und die Revolution in Santo Domingo. Das ist im Grunde so bahnbrechend gewesen, diese Arbeit 1938, weil in einem Ausmaß, das man sich kaum vorstellen kann, die Revolution auf Haiti von 1794 bis 1801 im Grunde aus den Geschichtsbüchern getilgt worden ist. Also es gibt mittlerweile ein paar sehr schöne Studien darüber, die das eigentlich nur diesen Prozess nachzeichnen. Wie kann man ein solches Ereignis, und ich sage gleich noch was zu der Bedeutung dieses Ereignisses, wie kann man das so weitgehend komplett aus der Geschichte entfernen, dass es fast verschwunden ist? Wenn man das sich versucht, irgendwie heute nochmal klarzumachen, was für die ganze europäische, westliche, aufgeklärte, intellektuelle Welt die haitianische Revolution bedeutet hat, da muss man, das sind jetzt aber nur so Hilfskonstruktionen, sowas wie den 11.9. bemühen. Ja, also das ist euch jetzt noch in Erinnerung irgendwie, was der 11.9., ich meine jetzt nicht den Putsch in Chile, diesen Anschlag auf das World Trade Center, das hat ja unheimlich viel ausgelöst. Ängste, die Linke hat sich zerstritten und alles Mögliche. Es hatte eine ungeheure Dimension. Und die haitianische Revolution war mindestens so etwas für das damalige Selbstbewusstsein der zivilisierten Welt.
Weil das, es ist die einzig erfolgreiche Sklavenrevolution, die wir kennen in der Geschichte. Es gibt die ganze Geschichte der Sklaverei, durch die ganze Geschichte hindurch ziehen sich Rebellionen, Aufstände, Kämpfe. Es ist immer ein Kampfverhältnis gewesen. Auch das gehört ja zu unserem Bild oft von Sklaverei, also Onkel Toms Hütte und so, dass das nicht mehr als Kampfverhältnis sichtbar wird, sondern als Opfer, als arme Menschen, die sich kümmern muss und so weiter. Es ist immer ein Kampfverhältnis gewesen. Das Besondere war, das Ausmaß dieser Revolte in Saint-Domingue, das war damals französische Kolonie, das Ausmaß, das es hatte und dass es ihnen tatsächlich über Jahre hinweg durch jahrelange Kämpfe gelungen ist, gegen im Grunde drei riesige Armeen, die Armeen von drei großen Kolonialmächten, nämlich den Franzosen, den Briten und den Spaniern, sich durchzusetzen und zunächst mal ihre eigene freie Republik zu proklamieren. Und ich glaube, die These ist nicht, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das heutige, also heute hört man von Haiti ja immer nur sozusagen als extremem Elendsland. Haiti ist das Land mit der höchsten NGO-Dichte auf der Welt. Da passiert also irgendwie nichts und die Leute leben immer noch in Armut. Und ist es, glaube ich, nicht falsch zu sagen, das ist immer noch die Strafe dafür, dass sie das damals getan haben. Weil das hatte für das Selbstbewusstsein auf vielen Ebenen der westlichen Welt eine ungeheure Bedeutung. Es war ja im Kontext der Französischen Revolution. Man versuchte sich also zunächst mal damit zu behelfen, das war so ein Ausläufer der Französischen Revolution. Das greift ja auch sehr der James Buchtitel, die schwarzen Jakobiner, auf. Aber mittlerweile können wir sagen, es war eine sehr eigenständige Revolution, auch mit einem völlig anderen Charakter. Und wahrscheinlich war sie in ihrem Wesen auch sehr viel radikaler noch als die Französische Revolution, weil ein wesentliches Verhältnis dieses Frühkapitalismus, die Sklaverei, dieses koloniale Verhältnis, was sich da herausgestellt hatte, in dem ein Teil der Menschen den anderen Menschen ihr Menschsein abspricht, wo das radikal in Frage gestellt wurde und diese Menschen nicht befreit wurden, sondern sich selber befreit haben. Also auch dazu empfehle ich dieses kleine Bändchen von Susan Buck-Morse, Hegel und Haiti, weil das da sehr schön rausgearbeitet wird und auch so ganz konkret, weil sie versucht dann philosophisch so eine These nachzuweisen, dass bei Hegel die Herr-Knecht-Dialektik sich nicht an der Französischen Revolution orientiert hat, was gängige Lehrmeinung ist, sondern möglicherweise an der Haitianischen Revolution. Das liest sich wie so ein Detektivroman, also für Leute, die jetzt Interesse an Philosophie haben. Aber das Interessante ist, dass sie uns da sehr lebendig im Grunde in das Klima einführt, in die Wahrnehmung, mit welchen Ängsten das besetzt war, dass dort auf einmal schwarze Sklaven rebellierten und sich durchsetzten. Das hat also ein extremes Verunsicherung in Deutschland, in England, in Frankreich, bei den Herrschenden, bei den normalen Leuten gebracht. Die produzieren nicht mehr unseren Zucker, die produzieren nicht mehr unsere... es waren auch so akute Probleme, das weiß man heute gar nicht mehr, aber es gab zum Beispiel nicht nur während der Französischen Revolution nicht nur Brotaufstände, sondern nach 1791 gab es auch Zuckeraufstände. Ja, weil Zucker war so weitgehend dann mittlerweile zu einem Lebensmittel geworden, dass als durch den Aufstand auf Haiti, das war einfach das größte Produktionszentrum für Frankreich, eine der, so wahrscheinlich die reichste Kolonie von der Produktionsleistung her für die ganze Welt damals, dass der Zucker ausblieb. Und dann gingen die Leute auf die Straße, weil der Zucker nicht mehr kam. Also solchen Nachhall hatte das. Und C.D. James ist nach ganz langer Zeit im Grunde, wo dieses Ereignis in die Vergessenheit gedrängt wurde, einer, der das aus der Vergessenheit rausholt und eben auch ausgehend von einer marxistischen Analyse thematisiert, aber über den herkömmlichen Marxismus hinausgeht. Das eine ist so ähnlich wie bei Dubois auch, dass er die Sklaven als Arbeiter thematisiert. Er nennt es einen großen Arbeiteraufstand. Auch für ihn stellt sich die Frage, was ist mit den Avantgarden? Er hinterfragt dieses Bild eben der notwendigen Avantgarden, weil sich das in der Figur von Toussaint Louverture widerspiegelt. Das war im Grunde der,
bis heute legendäre Führer des Beginns dieser Revolution, zu seiner Ouvertüre war Sklave gewesen, aber auch bei den Sklaven gab es ja unterschiedliche. Es gab Haussklaven, sozusagen, die hatten Angestelltenfunktionen, die lernten Französisch, die studierten, die kannten sich aus. Toussaint Louverture war ein gebildeter Mann, obwohl er Sklave war. Das ist wenn man sich Haiti genauer anguckt, also Saint-Domingue genauer anguckt, wird es echt kompliziert mit unseren herkömmlichen Begriffen von Sklaverei. Es gab Sklaven, die waren im Besitz anderer Sklaven. Es gab Sklaven, die eigene Geschäfte hatten. Es ist ein sehr kompliziertes, aufgefächertes System von Sklaverei gewesen. Und so kann man sich auch vorstellen, eben so eine Figur wie Toussaint Louverture. Und er führt diese Revolte an, scheint auch siegreich zu sein, verhandelt mit den französischen Revolutionären, die machen da ja auch gerade ihre Revolution. Und es steht auch immer so auf der Kippe, ob im Rahmen der französischen Revolution die Sklaverei aufgehoben wird oder nicht aufgehoben wird. Das wäre jetzt so ein eigenes Kapitel. Und denkt, er kann durch ein Abkommen mit den Weißen Erfolg haben, muss aber jetzt sozusagen wieder auf die weißen Fachkräfte zurückgreifen. Und das ist was, wo er den Rückhalt der Masse der schwarzen Sklaven verliert und die sozusagen nicht weiter von ihren alten weißen Herren beherrscht werden wollen, wo Toussaint schon sozusagen jetzt staatspolitisch denkt, wie kann ich diesen Staat irgendwie am Leben erhalten. Und ging zum Beispiel auch darum, dass, also das gilt ja nicht nur für Toussaint, auch für spätere der ersten Staatsgründer von Haiti, dass sie immer versucht haben, am Plantagensystem festzuhalten. Und die befreiten Sklaven haben gesagt, nein, davon wollen wir gerade weg. Wir wollen freie Bauern sein, wir wollen unsere kleine Parzelle haben. Die Staatsgründer sagten, nein, wir brauchen Plantagen, um exportieren zu können, weil wenn wir uns nicht Waffen kaufen können, können wir diesen Staat nicht verteidigen. Das wurde dann auch real ein Problem. Aber für die befreiten Sklaven ging es erstmal darum, sich aus diesen verhassten Plantagen zu lösen und mit denen nichts mehr zu tun zu haben. Jedenfalls, was Sieur James an der Frage dann diskutiert, ist im Grunde die Ignoranz von Toussaint Louverture gegenüber der Hautfarbe. Dass er nicht gesehen hat, welche imminente Bedeutung eben diese rassistische Spaltung, diese rassistischen Konstruktionen für die Leute spielten, dass es nicht möglich war, für sie nicht vorstellbar war, weiter unter den Weißen zu arbeiten, zu leben. Und der Nachfolger, Toussaint, wurde dann, er wurde im Grunde von den Franzosen betrogen und ist dann nach Frankreich verschleppt worden und da im Knast im Jura gestorben. Und der Nachfolger Dessalines, der geht eben radikaler ran und sagt, wir bringen alle Weißen um. Ja. Das hat natürlich auch klar, das hat die Leute hier erschrocken. Es wurden irgendwie zwei Ausnahmen gemacht, es gab so Polen und Deutsche, die da irgendwie aus irgendwelchen Gründen waren, die durften bleiben. Es ist auch interessant, also ich meine, da kommt nämlich viel im Grunde von unseren dekonstruktivistischen Diskussionen von heute drin vor, weil ein Paragraph in der ersten Verfassung von Haiti war, alle Menschen sind schwarz. Also da war teilweise schon ein Bewusstsein von da. Noch ein wichtiger Punkt, und damit will ich jetzt auch schon zu lange zum Schluss kommen, und kommen dann auch wieder zu dem Fetischkapitel zurück. Was James auch sieht in der haitianischen Revolution und was eine Rolle gespielt hat in dem Wechsel von Toussaint Louverture zu Dessalines und zu der weiteren Entwicklung, das ist, also James fasst das so zusammen, er sagt, Toussaint ist daran gescheitert, dass er aufgeklärt war. Dass er sozusagen die Ideale der Aufklärung und dieses westliche Denken gelernt hatte. Er hatte Rousseau gelesen und all diesen Krempel und kannte das und hat damit im Grunde die Grundlagen seiner eigenen Community verloren. Und wenn wir uns den Ablauf der haitianischen Revolution angucken, dann spielt eine sehr große Rolle eben die eigene Kultur, die eigene Geisteswelt, die eigene Gemeinschaftlichkeit, die sich die Sklaven aus Afrika in Saint-Domingue geschaffen hatten. Heute wird das so schlagwortartig als Voodoo bezeichnet, also eine synkretistische Religion mit verschiedenen Wurzeln, aber auch mit verschiedenen Funktionen, die in der
in der Vorbereitung des Aufstandes, der Revolution eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Aber es ist sozusagen eine eigene Gedankenwelt, eine eigene Form auch der Theorie, der Reflexion, wo in solchen geheimen Versammlungen die Ränder nachts weg von den Plantagen treffen, sich irgendwo im Wald, reden, diskutieren, machen ihre Zeremonien, religiöse Zeremonien, aber auch sozusagen Debatten. Das ist ein ganz wichtiges Element, was dann zu dieser Revolte hinführt. Und das ist eben auch sowas, das ist uns erstmal fremd. Ja? Also Voodoo, da schrecken ja gleich alle zusammen irgendwie, das ist das mit dem Püppchen und den Nadeln. Das ist natürlich groß, das sind alles diese Verballhornungen sozusagen, wo schon jetzt irgendwie in so einem rassistischen Diskurs wieder so eine Differenz gemacht wird. Wir Christen haben die aufgeklärte Religion und ihr habt da also so einen Wunderglauben. Und das ist eben interessant und damit komme ich nur als Fragestellung wieder zurück zum Fetischkapitel. Wenn der Marx mit der Verwendung seines Fetischbegriffs und in seiner ganzen Kritik der politischen Ökonomie doch zeigt, dass unsere alltäglichen Handlungen und damit auch unser alltägliches Denken, wenn du morgen in den Laden gehst und 5 Euro für deine Brötchen auf den Tisch legst, dann ist das eine Handlung, aber du denkst ja auch was dabei. Du denkst, ich gebe dem jetzt 5 Euro, ich bekomme die Brötchen dafür. Marx sagt, das ist zutiefst religiös, was du da machst. Da ist Voodoo-Glaube gar nichts gegen. Aber du tust es. Und selbst wenn du jetzt die 3 Bände Kapital gelesen hast, dann kannst du ja auch nichts drauf einbilden. Du tust es ja trotzdem. Und du denkst ja trotzdem, ich kriege die Brötchen dafür. Du denkst ja nicht, oh, im 3. Band des Kapital steht, aber nein, dann wirst du die Brötchen nicht bekommen. Also du tust es praktisch. Es ist ein alltägliches religiöses Handeln, in dem wir befangen sind. Woher nehmen wir dann sozusagen unsere Überheblichkeit zu sagen, ja, Voodoo oder diese oder jene Religion oder diese oder jene Gedankenwelten, das ist rückschrittlich, die müssen auch aufgeklärt werden. Woher nehmen wir das? Das sollte im Grunde, also das denke ich, man könnte schon aus diesen beiden Quellen, der radikal durchgeführten Fetischkritik und eben diesen Anstößen eines Black Marxism, zu einer heilsamen Ernüchterung, was die Überheblichkeit unserer moralischen, religiösen, kulturellen, geistigen Vorstellungen angeht, kommen. Das zumindest hinterfragen. Und ich hatte das letztes Jahr auch schon mal so angedeutet, weil es eben hier linke Hochschultage sind. Ja, wenn wir dem nachspüren und gucken, was sind die heute praktizierten Einzelwissenschaften an den Hochschulen, dann müssen wir natürlich in so einer Konsequenz sagen, das ist Zerstörung von Vernunft. Ja, die blasen uns hier an der Hochschule das Hirn weg, um es mal so zu sagen. Weil eben... Ich meine, das kann ja selbst so ein Hegel sehen. Wenn Hegel die Aufklärung kritisiert, sagt er, was ist der Kern der Aufklärung? Und er kritisiert sie radikal und sagt, die Aufklärung besteht darin, Wissen zu produzieren, was alle Dinge ihrer puren Nützlichkeit unterwirft. Ja, das ist eine Wissenschaft, die immer nach der Nützlichkeit, der Verwertbarkeit, der Verwendbarkeit von Dingen fragt. Nicht nach ihrem Zusammenhang, ja, nicht nach ihrer inneren nach ihrem inneren Zusammenhang. Dann könnte ich schon mal die ganzen Einzelwissenschaften beiseite schieben und sagen, okay, dann gibt es nur eine Wissenschaft, die von uns, von der Natur, von wir sind die Natur. Dann kann es nur eine geben, die nach diesen Zusammenhängen forscht. Das wird dann schnell als Esoterik weggestellt. Aber andererseits, frag doch mal einen Physiker, was sein Gegenstand ist. Frag mal einen Ökonomen, was sein Gegenstand ist. Frag mal einen Psychologen, was sein Gegenstand ist. Der kann es dir nicht sagen. Weil die Gegenstände der Einzelwissenschaften werden durch eine pragmatische Operationalisierung gebildet. Das ist ein reiner Pragmatismus, in dem die Wissenschaften sich abgrenzen können. Ich bin derjenige, der mit dem Zollstock rumläuft. Ich bin derjenige, der den Menschen in den Kopf guckt. Aber ich gucke den Menschen so in den Kopf, dass ich mit ihnen rede. Ja, das sind also pragmatische Bestimmungen, wie dann der eine sagt, der Psychologe und der andere ist Hirnchirurg. Das wäre meine These, das ist Zerstörung von Vernunft. Und dann stehen wir vor einer ganz neuen Frage sozusagen, wenn wir über globale Revolution nachdenken, dass wir uns in einer anderen Form irgendwie global verständigen müssen und andere Ansätze, andere Vorstellungen ernster nehmen müssen, als wir es bis heute tun. Dankeschön. Ja, Entschuldigung, ich habe zu lange geredet.
Fragen, Anmerkungen? Ja, Fenster auf ist gut. Gibt es möglicherweise Anknüpfungspunkte zum Fetischismuskritik von Kurz, der ja auch bei Marx anknüpft? Robert Kurz. So ein bisschen sammeln oder mehr Fragen? Oder was es noch gerade hat, ja. Was hast du? Wenn es noch gerade andere Fragen hat. Ja, ich sehe jetzt nicht die große Differenz. Also Robert Kurz, soweit ich ihn kenne, also ich kenne jetzt nicht alles, was er geschrieben hat, aber versucht ja, die Fetischkritik von Marx nachzuvollziehen. Meiner Ansicht nach, ganz persönlich, macht er dabei einen Haufen Fehler. Aber so vom Ansatz her versucht er das auch so wie der Marx zu machen. Also da sehe ich jetzt nicht so die Differenz oder. Nee, ich hab mich irgendwie erinnert gefühlt, also weil du hast ja auch irgendwie eine Kritik an der Aufklärung impliziert. Und was ist bei Kurz drin? Er nennt ja die alten Fetischsysteme die religiösen. Und wir haben ein neues Fetischsystem installiert an dessen Stelle. Und wenn es dann um die Aufhebung des Kapitalismus ginge, dann ging es darum, eigentlich eine fetischlose Gesellschaftsform zu finden. Ja, einverstanden. Ja, sollen wir kurz eine Pause machen oder eher nicht? Vielleicht weitermachen. Tschüss, wenn wir jetzt. Ja. Oder dann. Ja, wir müssen los. Es gab ja eben, du hast es auch erwähnt, mit der doppelfreien Lohnarbeit, das gab es ja in den letzten 10 Jahren, ich kenne es auch nicht so gut, aber es gab diese Auseinandersetzung damit Van der Linden zum Beispiel, der da versucht, so eine verschiedene Verknüpfungen von freier Lohnarbeit, unfreier Lohnarbeit, die verschiedenen Kombinationen irgendwie aufzuzeigen. Wenn wir sagen, die beiden Theoretiker, die sprechen von Arbeitern hier, oder von Arbeiterinnen, kannst du irgendwas dazu sagen, was in welchem Verhältnis das jetzt steht, zu diesem ein bisschen alten, klassischen Bild von der doppelfreien Lohnarbeit, wie das vielleicht schlüsseln Sie das irgendwie auf, oder wie verbinden Sie das, wieso sprechen Sie von Arbeitern? Also, was Sie sehen natürlich den Unterschied. Sie kennen ja auch den marxischen Begriff der doppelfreien Lohnarbeit. Sie wollen nur darauf hinweisen, die Sklaverei im 17., 18. Jahrhundert in der Karibik, die Sklaverei im 19. Jahrhundert in den Südstaaten der USA, ist nicht irgendwie ein feudales Überbleibsel, sondern es ist systemisch. Es gehört zum System dieses Kapitalismus dazu. Ja, es hat einen integralen Stellenwert da drin und ist nicht etwas, was irgendwie von selbst unbedingt aufhört, sondern zu dem Aufhören gehören Kämpfe. Und die doppelfreie Lohnarbeit, so wie sie sich rausbildet, und das ist ein Punkt, der ist vielleicht bei Marx auch ein bisschen schwach entwickelt, der geht ja gar nicht so genau darauf ein, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ja, also warum blieb sozusagen nur noch diese Form übrig? Es gibt ein sehr intelligentes Buch von David Brian Davis, Historiker über die Frage der Sklaverei im Zeitalter der Revolution. Und der erinnert uns an etwas, was wir leicht vergessen. Im Frühkapitalismus und bei der Herausbildung sozusagen, wie ordne ich Arbeitskraft unter, nachdem die Bauern befreit sind, nachdem Bauern vom Land vertrieben sind, also was Marx auch im Prozess der sogenannten ursprünglichen Akkumulation beschreibt, Wie kontrolliere ich jetzt die Arbeit? Ich muss die Leute ans Arbeiten bringen. Das tun die ja nicht einfach nur so. Und Sklaverei war eine Option, die wurde in Europa diskutiert. Das war durchaus eine Option. Und im Grunde erst durch Kämpfe hindurch hat sich dann dieses Verhältnis der freien Lohnarbeit entwickelt. Das Witzige ist aber, Davis sagt,
das war die Niederlage der europäischen oder modernen Arbeiterbewegung. Weil sie, und da hat sozusagen die Sklaverei, auch die real existierenden, funktioniert als so eine Abgrenzung. Vor die Wahl gestellt sozusagen, wollt ihr Sklaverei oder wollt ihr euch freiwillig selbst unterordnen unter das Kapital aufgrund eurer Eigentumslosigkeit, ist sozusagen, sind die Klassenkämpfe auf diese zweite Lösung eingestiegen und haben damit das verewigt, was Marx die Lohnsklaverei nennt. Der Begriff Lohnsklaverei ist bei Marx keine Metapher. Das ist ein großer Irrtum. Sondern Marx geht davon aus, Lohnarbeit ist ein Zwangsverhältnis. Es ist Zwangsarbeit. Das schreibt er immer wieder im Kapital. Es ist Zwangsarbeit. Weil wir tun das nicht aus freien Stücken. Sondern aufgrund unserer Eigentumslosigkeit, aufgrund der Alternativlosigkeit, dass alle anderen Möglichkeiten der Reproduktion zerstört worden sind. Das ist auch ein langer Prozess. Ich kann nicht mehr einfach aufs Land gehen. Ich kann nicht mehr im Wald irgendwie so viel Nahrung sammeln, dass ich davon leben kann. Außerdem betrifft die Eigentumslosigkeit ja heute auch viele Sachen, die ich im Wald nicht finde, wie iPods und so. Und das gehört ja auch dazu. Das ist also auch eine Form von Eigentumslosigkeit, die sich herstellt, wenn eine kapitalistische Produktion so produktiv wird, dass sie uns mit all diesen Spielzeugen versorgt. Die wollen wir natürlich auch haben. Das ist auch völlig okay. Ich habe keine Konsumentenkritik, überhaupt nicht. Völlig in Ordnung. Aber solange ich mir jetzt sozusagen nicht kollektiv, gesamtgesellschaftlich diese Produktion vernünftig unterordne, zu eigen mache, bin ich davon getrennt. Es ist, also diese Eigentumslosigkeit verschärft sich. Und in dem Sinne meint Marx diesen Begriff der Lohnsklaverei ganz wörtlich. Und er sagt, das ist genau das Raffinierte, dass das, was im alten Sklavenverhältnis als offensichtlicher persönlicher Zwang, also als Eigentumsrecht und als Zwang des Meisters über den Sklaven oder die Sklavin erfahrbar ist, sichtbar ist, das verschwindet hinter den scheinbaren ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zwischen strukturellen Abhängigkeiten. Von daher, also da schwingt bei Marx wenig an Euphemismus oder an positiver Vorstellung mit bei der freien Lohnarbeit. Das hat im Grunde erst später die Arbeiterbewegung draus gemacht. Ich denke, da vertut sich auch so ein bisschen Marcel van der Linden, weil er, was ich gut finde, er will diese Illusionen der modernen Arbeiterbewegung kritisieren und macht jetzt Marx dafür verantwortlich. Das ist auch ein bisschen albern, weil den hat ja niemand gekannt, den Marx, als die moderne Arbeiterbewegung entstand. Von dem wollte niemand was wissen. Von daher, wenn man jetzt zurückgeht auf Marx, denke ich, ist es durchaus, kann man durchaus sinnvoll, so wie diese schwarzen Marxisten, diesen Begriff erweitern und zeigen, wie Sklavenarbeit sehr wohl ein integraler Part davon sein kann. Für Marx ist ja diese Abgrenzung aus verschiedenen anderen Gründen wichtig. Zum Beispiel ist bei Marx ein kreislauftheoretisches Argument wichtig, dass Sklaven keinen inneren Markt herstellen und erst die Lohnarbeit, die also ihre Konsumgüter kaufen, diesen Kreislauf in Gang setzen können. Hätte Marx nach Haiti geguckt, hätte gemerkt, dieses kreislauftheoretische Argument funktioniert auch für die moderne kapitalistische Sklaverei. Marx hatte so ein Bild des römischen oder griechischen Sklaven vor Augen, der zunächst mal seine Subsistenzmittel produziert, wie so ein Gärtchen die Pflanzen anbaut und so weiter, sich selbst ernährt und dann noch irgendwelche Dienste für den Herrn erledigt. Die Schwarzen, die Sklaven auf Haiti, haben ausschließlich Zucker produziert. Zucker, 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 weil das hat richtig den Gewinn gebracht. Ich meine, damals war Zucker noch ein Luxusgut, nicht wie heute, sondern das war wirklich viel wert und wurde auf eine, im Grunde auch sehr modernen Form produziert. Also es gibt auch heute eine Debatte darüber, ob tatsächlich sozusagen die kapitalistische Produktionsweise in Mittelengland in den Textilfabriken entstanden ist oder ob nicht die Plantagensysteme mit ihren Mühlen, Zuckermühlen und einer genau takteten Arbeit auch auf den Feldern, es gab immer diese Glocke, die hat die Arbeit getaktet, wann sie anfing, wann sie aufhörte. Also wir finden da ganz viele moderne Formen irgendwie von dem, was später als kapitalistische Produktionsweise oder reelle Subsumption bezeichnet wird, schon vor. Wovon haben diese Sklaven gelebt? Die Lebensmittel wurden von Bauern aus Frankreich per Schiff nach Saint-Domingue gebracht. Da hast du deinen inneren Markt. Also von daher, das Argument sticht da auch nicht. Ich glaube, wir müssen das bei Marx auch andersrum lesen. Er beschreibt ja auch im ersten Band des Kapitals, er schreibt über Kindersklaverei, über wie Frauen versklavt werden in den Fabriken. Also er hat es nicht nur mit dieser freien Lohnarbeit zu tun, wenn wir das wirklich mal, wenn wir das Buch richtig lesen, also genau lesen und gucken, welche Jobs, welche Arbeiten beschreibt denn er da eigentlich? Ja?
Für ihn war ja der Begriff aus einem anderen Grunde wichtig, um kritisch gegen das Bürgertum, das sagte, hier, die Arbeit ist doch frei, was wollt ihr denn? Zu sagen, ja, sie ist frei, aber es ist Sklaverei, es ist Zwangsarbeit. Also so rum wird ein Schuh draus, nicht als sozusagen historische Einordnung. Deswegen, also da finde ich auch manche Kritikpunkte von Marcel, so sehr ich sonst seine Arbeiten auch schätze, aber da hackt er zu sehr irgendwie auf Fragmenten von Marx rum. Und das ist hilfreicher, sich da anzugucken, was wirklich passiert. Also es gibt so einen sehr, sehr, sehr tollen Theoretiker des Zuckerkapitalismus, Sidney Mintz. Ja. Sein Hauptwerk gibt es auf Deutsch auch, das heißt irgendwie Die süße Macht, glaube ich. Und der hat so einen Aufsatz geschrieben, sind die karibischen Sklaven Proletarier? Und da versucht er genau in so einer Richtung das aufzubauen und zu zeigen, das hat keinen Sinn, damit dieser Unterscheidung von freier Lohnarbeit und nur die sind Proletarier und die Sklaven nicht zu operieren, sondern wir müssen das zusammendenken. Und das ist, also wenn man es jetzt weiterverfolgt, auch sehr wichtig, weil wir haben zum Beispiel in der Geschichtsschreibung in den USA mittlerweile einen ganz, ganz breiten Strom Geschichte der Sklaverei und einen ganz, ganz breiten Strom Labor Studies. Die kommen aber fast nie zusammen. Das ist mal so, als wären das zwei völlig getrennte Gebiete und das stimmt einfach historisch nicht. Und also ganz bahnbrechend ist deswegen auch diese, auch jetzt auf Deutsch vorliegende Untersuchung von Peter Leinbau und Markus Redeker, die vielköpfige Hydra über den revolutionären Atlantik, weil sie einfach von Anfang an eine Geschichtsschreibung machen, wo sie das nicht trennen, ja, sondern wo sie die beiden Stränge, Kämpfe der Sklaverei, Kämpfe der Lohnarbeit, seit dem 16. Jahrhundert zusammenbringen. Das ist ein sehr Beispiel dafür gebracht, weshalb die Sklaverei bis zuletzt ökonomisch eine wichtige Stellung hat im Kapitalismus. Und trotzdem hast du gesagt, es wären nicht die ökonomischen Gründe gewesen, weshalb die Sklaverei quasi abgeschafft, sich selbst abgeschafft überholt wurde, sondern es wäre dann nicht weiter verfügbare Regierbarkeit gewesen. Und trotzdem hast du gesagt, es hätte nur Haiti eigentlich eine Sklavenrevolution stattgefunden. Was für Kämpfe waren das denn sonst, die das nicht mehr regierbar gemacht haben? Also wie gesagt, also gibt es eine ausufernde Forschung zu, aber eines seiner Bücher, die W.E.B. Du Bois auch geschrieben hat, ist über John Brown. Und auch John Brown kennt hier niemand. In den USA kennen ihn, glaube ich, ziemlich viele. Das war kurz vor dem Beginn des Bürgerkriegs in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das ist jetzt nur ein Beispiel unter vielen. Ja. Das war ein Weißer, der aus religiöser Überzeugung gesagt hat, Sklaverei ist zu verdammen und der nicht dabei stehen geblieben ist, sondern im bewaffneten Kampf zur Befreiung der Sklaven aufgenommen hat. Ja, also das ist eine sehr, sehr wichtige Figur, weil es eben auch immer da um die Frage des bewaffneten, des gewaltsamen Widerstands und Kampfes gab. Es gab einige Nordamerika, eine ganze Reihe von Nat Turner. Das sind alles Namen, die findest du also bei den Leuten oder auch in der Literatur, in der Musik, in der schwarzen Musik findest du die immer wieder. Das sind Bezugspunkte, so wie Toussaint Louverture, John Brown, Harper's Ferry und so weiter, Nat Turner. Da hast du auf jeden Fall eine ganze Menge von Revolten. Und du kannst, also es gibt ganze Geschichten über Aufstände in Sklavenaufstände in der Karibik. Also Karibik war eben das Zentrum zunächst mal, später eben auch Brasilien und das heutige Venezuela und solche Gebiete Südamerikas. Und du hast immer wieder Aufstände und du hast vor allem ein Phänomen, was jetzt auch erst in neuerer Zeit, in den letzten 40 Jahren, sage ich mal, sehr, sehr systematisch erforscht worden ist, du hast die Maroons. Weil es gab die Rebellion und es gab einfach auch das Weglaufen. Und was machst du, wenn du wegläufst? Du kommst aus Afrika, du kennst dich da nicht aus. Du schließt dich mit anderen Leuten zusammen und bildest irgendwo in den Wäldern, auf den Bergen Gemeinschaften. Das waren die Maroons. Und das ist also auch unter Gesichtspunkten sozusagen der Frage von Revolution, von alternativen Lebensformen, ist es total interessant, sich diese Geschichte anzugucken. Weil das unter bestimmten Bedingungen, also das hing dann immer von den geografischen Situationen auch ab. Das war gerade in Saint-Domingue war das sehr schwierig, aber in Jamaika hast du sehr große Maroon-Bildungen. Und die großen, man nennt das die jamaikanischen Maroon Wars, also die Maroon-Kriege,
Da hat es richtig große Schlachten dann gegeben auf Jamaika zwischen den britischen Truppen und den Maroons, die sich verteidigt haben. Ja, weil die Herrschenden natürlich immer wieder versucht haben, die zu zerschlagen, wieder einzufangen, zurückzuholen. Manchmal hat man so ein bisschen toleriert, um so Dampf ablassen zu können. Das war so ein reformistisches Modell sozusagen. Aber das zieht sich durch die ganze Geschichte hindurch. Und das ist eben, das gehört eben auch zu unserer Geschichtsblindheit oder wie Geschichte blind gemacht wird, dass dieses ganze Kampfverhältnis, diese ganzen Kämpfe darum, eben in den meisten normalen Erzählungen ausgeblendet werden. Ja. Auch Spielberg macht dann so einen Film über Lincoln, ja, und der große Streik, den Dubois beschreibt, kommt überhaupt nicht vor. Ja. Und ich meine, das ist auch, also was ja eigentlich ein noch sympathischer Film ist, den werden die meisten von euch gesehen haben, ist der letzte von Tarantino, Django Unchained. Der ist ja auch ganz hübsch und so. Da ist so nach diesem Muster wie auch in Glorious Bastards, nicht? Also was wäre gewesen, wenn? Ja, das macht Spaß, sich sowas anzugucken irgendwie. Wenn die Juden die Nazis umgebracht hätten und wenn die Sklaven eben. Aber da gab es eben auch in der Art der Darstellung, zum Beispiel von afroamerikanischen Zeitschriften und so, gab es auch eine Kritik, weil es auch wieder, es hat so eine bestimmte Färbung. Ja. Django ist halt, kann es eigentlich nur machen, weil er auch einen Weißen im Hintergrund hat. Und wenn du mal genau achtest, wie der Film komponiert ist, überall, wo massenhaft oder in größeren Gruppen Schwarze auftreten, sind sie doch die hilflosen, dummen Nigger. Also, ja. Das ist halt so ein bisschen das Bild, was sich durchzieht. Dann haben eben Leute eben auch gesagt, das ist zwar schön, dass du jetzt so einen Film machst, wo auch mal die Weißen abgeschlachtet werden, aber es wird dem nicht gerecht, was sozusagen in dieser Geschichte des Kampfverhältnisses in der Sklaverei drinsteht. Und also nur einen letzten Satz. Also das mit dem Kampfverhältnis ist, denke ich, auch wichtig. Ich weiß nicht, wie weit das hier eine Rolle spielt, aber in Deutschland ist das ja gerade, ich bin jetzt auch aus Köln, da hat es so Streit drum gegeben, diese Debatte um Critical Whiteness. Und da ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, sehe ich das jetzt als eine rein statische oder sogar wesensmäßige Angelegenheit, das rassistische Verhältnis, oder sehe ich es als ein Kampfverhältnis, als was Bewegliches, wo zwar immer wieder neue rassistische Konstruktionen geschaffen werden, ja. Also sag mal, in Deutschland ganz anderes Feld, ist so ein bisschen anders als in den USA mit der Hautfarbe, aber wir hatten in den 50er Jahren massiven Rassismus gegen Italiener, der durch bestimmte Konstrukte wie die Europäische Union und so weiter ist der relativiert worden, und im Kontext bestimmter Arbeitsmigrationen, bestimmter Ausbeutungsverhältnisse werden neue Rassismen dann wieder in Anschlag gebracht. Heute gegen die Bulgaren, Rumänen, die unsere ganzen Fleischhöfe bedienen, also daran arbeiten. Das kennt er wahrscheinlich aus der Schweiz auch. Und also das bringt dann halt so neuere Rassismusforscherinnen und Forscher dazu zu sagen, wir müssen es als Rassismus als Konjunkturen begreifen, als Konjunkturen, die aber eben auch in so einem Kampfverhältnis stehen. Und da finde ich es extrem hilfreich, was Leute wie Dubois oder James gemacht haben. Ich muss nur anmerken, also ganz, ganz emanzipatorisch kann man natürlich die Maroon-Gemeinschaften, also die Quilombos, das ist die Bezeichnung, nicht sehen, denn die haben selber Sklaven gehalten. Das ist ein weites Feld. Also du sagst, es gibt die Kolonien. Da gibt es einfach Widersprüche in den Widersprüchen. Klar, immer. Nein, klar, also, du hast so einen Columbus, es gab, also Maroon ist jetzt so der amerikanische Ausdruck. Ja. Es gibt mindestens 15 verschiedene Begriffe in den einzelnen Ländern für diese Gemeinschaften von Entflohenen. Und du hast natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche interne Strukturen und Herrschaftsverhältnisse. So wie du heute auch, was weiß ich, Landkommunen hast, die sehr hierarchisch sind, und andere, die libertärer sind, und das findest du da auch, das ist klar. Zwischen der
im Norden der Welt und im Süden, der Welt. Die Frage wurde vor allem geschichtlich, es wurde auf die Frage vor allem geschichtlich eingegangen und es wurde vor allem das 18. und das 19. Jahrhundert behandelt. Aber es wurde vor allem von Sklaverei gesprochen. Aber es wurde wenig auf die, heutigen Verhältnisse im Süden des Welt, der Welt eingegangen. Ich habe hier zwei Fragen in Bezug darauf. Die erste Frage ist, wie müssen wir heute diese Verhältnisse objektiv analysieren und erfassen? Und die zweite Frage ist, oder betrifft die subjektive Seite, haben die Kämpfe im Süden der Welt ein revolutionäres Potenzial oder wie müssen wir diese Kämpfe in einer revolutionären Perspektive einschätzen? Nee, klar, ich bin jetzt auf die aktuellen Verhältnisse nicht eingegangen, auch ganz bewusst nicht. Also ich habe gesagt, dieses Nord-Süd-Verhältnis einfach zahlenmäßig als Kluft oder Reichtumsgefälle besteht nach wie vor. Es ist also eine Herausforderung. Und ich wollte eigentlich mit diesen Theoretikern sozusagen nur sagen, zeigen, auch wo kommen bestimmte Debatten her. Ja, was ist die Grundlage dafür und was können sie, warum denke ich, dass sie uns heute noch helfen können? Jetzt, wenn ich jetzt so ganz, sozusagen ganz, ganz grob nur auf die Frage antworten kann, das Reichtumsgefälle existiert nach wie vor. Was sich natürlich verschoben hat, das ist einmal die Struktur der industriellen Produktion. Da gibt es sozusagen eine deutliche Anomalie, weil sich ein großer Teil der Industrieproduktion nach Asien verlagert hat. Was sich auch verändert hat, ist die Menge der Menschen. Wir sind sehr viel mehr geworden, finde ich gut, es macht gut, mehr zu sein. Und in diesem Mehrwerden vollziehen sich Prozesse, die ich denke, die heute zentral für sozusagen so Fragen nach globaler Revolution sind. Ein ganz wichtiger Prozess ist eben die Urbanisierung. Ja, das heißt, dass die Menschen in die Städte gehen, weil Menschen in der Stadt sind konzentrierter, sind sozusagen geschichtsmächtiger. Ja, Zusammenballungen von Menschen sind immer ein Problem für die Herrschenden, im Unterschied zu sagen wir, verstreuten Bauern, die man besser kontrollieren kann. Und also auch jetzt die Revolution in Tunesien, in Ägypten, wenn du anguckst, welche Urbanisierungsprozesse in den letzten 20 Jahren davor stattgefunden haben, was dem zugrunde liegt, kommen natürlich noch andere Verschiebungen dazu, auch die Entwicklung von Alphabetisierung, von Ausbildung von Mittelschichten und so weiter. Das hat auf jeden Fall die, ich sag mal, revolutionäre Schlagkraft, Durchsetzungskraft dieser armen Menschen auf der Welt enorm entwickelt. Und also da sehe ich auch heutzutage das größte Potenzial. Weil das Problem, also das wäre jetzt sozusagen auch eine Konsequenz aus dem, was ich versucht habe zu zeigen. Ich verfolge das zwar mit großer Spannung irgendwie, wie sich Klassenkämpfe hier entwickeln und so, bin auch teilweise daran beteiligt. Ich lebe ja halt auch hier. Aber es zeichnet sich durch nichts, aber auch gar nichts im Moment ab, dass sie die Grenzen dieser nationalistischen Privilegierung sprengen würden. Also das, sag mal, du kannst bei einer Gewerkschaftspolitik oder so einfach angucken, so ein Lackmustest dafür wäre ja, wie verhalten die zu Fragen der Einwanderung. Und dann gibt es zwar sozusagen als Aushängeschild, machen dann manche Gewerkschaften, ich glaube in der Schweiz auch, kümmern sich ein bisschen um Illegale, um Flüchtlinge und so weiter. Aber sie sind halt völlig fixiert in einem nationalstaatlichen Rahmen. Es sind die Gewerkschaften, die in Deutschland darauf gedrungen haben, dass die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Rahmen der EU-Erweiterung bis zum Limit begrenzt wird. Sie schützen den Arbeitsmarkt. Das ist so, ja, man kann sagen, es ist sozusagen die instinktive Tendenz, durch die Aufziehung von Grenzen, durch Exklusionen, sich dann zu schützen, wenn man unter Druck gerät. Ja. Das ist auch nicht, das war nie anders in der Geschichte. Ja. Also von daher sozusagen die Fragen so eines Internationalismus, der jetzt hier aus den Metropolen seinen Ausgang nimmt, das sehe ich ganz. Also daran glaube ich nicht. Ich glaube viel eher daran oder halte es für eine ganz entscheidende Frage und das ist ein Grund, warum ich so eine Veranstaltung wie heute Abend mache. Das wird auch für die Linken in den Metropolen noch schwer zu verdauen sein, dass wir sozusagen von unserem hohen Ross, dass wir diejenigen sind, die revolutionäre Theorie machen und den Marx und Pipapo,
dass das vielleicht an ein Ende kommt mit der Verschiebung der Weltgeschichte in den Süden und dass wir uns da sozusagen auch darauf einlassen müssen, dass wir dann eine viel kleinere Rolle spielen, als das noch so, nicht so die jugendhaften Avantgarde-Vorstellungen nach drei Jahren Kapitalschuldung mit sich bringt. Also, da müssen wir bescheidener werden und sagen, okay, wir leben hier mit 7 Milliarden auf der Welt und da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, da können unsere auch eine Rolle spielen, aber da müssen wir bescheidener werden. Witzigerweise, ich habe es mal mitgebracht, vor ein paar Tagen war in der FAZ, man glaubt es kaum, das ist ja so eine Zeitschrift des Kapitals, aber die haben einen Artikel von einem Kultur- und Literaturwissenschaftler, Volker Steinkamp, kannte ich gar nicht, gebracht, so ein Essay, wo er sagt, die Zeit ist reif dafür, dass sich der Westen vom Imperialismus des Universellen verabschiedet und sein Verhältnis zum aufstrebenden Rest der Welt überdenkt. Das wäre ein Zeichen des Realismus, auf den Versuch zu verzichten, überall westliche Werte durchzusetzen. Ich meine, das eine ist sozusagen dieser Werteimperialismus, der mit den ganzen Menschenrechtskriegen ja forciert wird. Das ist klar, darüber gibt es auch eine Diskussion. Aber es gibt ja nach wie vor auch, und das zeigt sich an vielen Debatten auch innerhalb der Linken, ja schon so eine Vorstellung, wir haben so die richtigen Werte und wir müssen jetzt auch mal diesen dummen islamischen Menschen sagen, dass das mit dem Kopftuch nicht geht. Und dieses ganze Zeug, da spiegelt sich natürlich immer noch so eine Arroganz und Überheblichkeit. Und das zeigt der Steinkamp auch ganz schön. Die ist gedeckt durch ein Machtverhältnis. Ja. Noch ist es natürlich so, dass der Westen, dass die, sozusagen der globale Norden, militärisch, finanziell, ökonomisch, eine sehr viel größere Macht hat als dieser Süden. Und das müssen wir uns auch vielleicht immer klar machen, wo sozusagen die Arroganz unseres Denkens, unseres Werteuniversalismus und so weiter, wo die letztendlich auch ein Reflex davon ist, dass wir diese Macht hinter uns haben. Und da plädiere ich einfach für ein anderes Verhältnis. Ja. Weltgeschichtlich, denke ich, ist die Chose eh gelaufen. Also das hat sich jetzt seit 2007 mit diesem Finanzcrash gezeigt. Der Westen kann zwar noch sozusagen auf einer bestimmten Ebene so ein scheinbares Wachstum, eine scheinbare Kapitalverwertung simulieren, die kreditgetrieben ist. Aber wenn dieses Kreditkartenhaus zusammenbricht, dann wird es auf andere Sachen ankommen. Zum Beispiel, wo die Menschen arbeiten, wo die Menschen leben. Und das ist definitiv, da ist die Mehrheit nicht hier. Oder will ich doch noch konkret fragen? Ich meine, es wird sehr belächelt hier, die ganze Bewegung dann auch so Rhythmen in Indien, aber nach dem, was du jetzt gesagt hast, müsste man das schon ernster nehmen, oder? Also ich nehme die Naxaliten total ernst. Das Problem ist ja, also sie sind ja auch nur ein Ausdruck davon, dass sich dort solche Bewegungen entwickeln. Ja. Was sie jetzt im Einzelnen in Westbengalen gemacht haben, ja, klar, da kann man jetzt drüber streiten und so weiter. Aber das hat, du hast es auch gesehen an den Reaktionen, das hat auch schon sozusagen die Welt oder die entsprechenden Leute erschreckt. Dass also eine scheinbar längst totgesagte maoistische Bewegung unter bestimmten Bedingungen auf einmal wieder massenhaft ja, Leute mit sich reißen kann. Und das war ja vor 2 Jahren, das war nicht als einfach eine kleine Geschichte. Die hatten ja quasi so einen Provinzstaat unter ihrer Kontrolle. Da haben sich Formen von Selbstverwaltung entwickelt, alles Mögliche. Das läuft natürlich immer unter bestimmten Etiketten. Also ich bin jetzt kein Freund der naxalitischen Ideologie. Ja. Aber darum geht es auch gar nicht. Es wird sich unter allen möglichen ideologischen Formen wird sich das vollziehen, werden Kämpfe ausgefochten werden. Die ganz viele von den Streikbewegungen, die jetzt eine große Rolle in China spielen, in letzter Zeit, da wird auch reflexartig auf maoistische Ideologie zurückgegriffen. Ja. Auf bestimmte, so wie solidarisch 1980 die polnischen Arbeiter die Maria vor sich hergetragen haben. Ja, meine Güte. Okay, klar, wir haben auch viel dummes Zeug in unserem Kopf und arbeiten uns daran ab. Das wird ein globaler Prozess der Debatte sein. Ja. Also, wie schätzt du sie ein? Vorher hast du gerade gesagt, das Potenzial ist eigentlich bei den Ballungszentren. In Indien ist es ja natürlich diese Streikbewegungen sehr groß sind, aber das Interessante ist ja, dass jetzt zumindest diese Organisation sagt, sie hat Probleme, sich in der Stadt zu verankern. Oder? Da gibt es wie diesen Gap zwischen dem, dass man freie Territorien hat und da geht es auch in der Stadt an. Ja, aber ich meine, ich denke sozusagen, die welthistorische Bewegungskraft,
Die wird von den Megacities, von den urbanen Zusammenballungen ausgehen. Aber das heißt ja nicht, weil wir kennen die Geschichte des Kapitalismus, wir kennen die Geschichte des Feudalismus. Das heißt ja nicht, dass die Verhältnisse auf dem Land nicht umkämpft sind. Ja. Lies nur mal die Bauernkriege. Also, es gibt immer Bauernkriege auf der Welt, immer. Wenn ich das zu sagen darf, meine Erfahrung ist da anders. Ich habe angefangen Mitte der 90er ausgehend von den Kämpfen der Zapatistas in Chiapas und damit bekommen, wie das, was wir später als globalisierungskritisch oder was auch immer Bewegung gesehen haben, von Basisbewegungen des globalen Südens angestoßen worden ist. Und das waren Bauernbewegungen aus Indien, das waren Fischerbewegungen, das waren schwarze Gemeinschaften aus Kolumbien und das waren eigentlich alles ländliche Bewegungen, weil sie nämlich genau den Vorteil haben, dass sie noch die Subsistenz sich teilweise erhalten können. Das heißt, dass sie eine ökonomische Basis haben. Und gerade wenn du jetzt, ich finde, zu Recht darauf hinweist, dass dieses Finanzsystem leicht mal eben zusammenbrechen kann, wie es im Augenblick aussieht, wird sowas natürlich noch entscheidender, dass man wirklich eine ökonomische Basis hat als Bewegung. Deshalb würde ich sagen, also würde ich das sehr in Zweifel stellen, dass du sagst. Naja, es ging mir weniger um die Frage, was sozusagen unsere Modelle sind, unsere Perspektiven. Aber es ging mir sozusagen um die Frage, das ist jetzt relativ objektiv aus einer Vogelperspektive, das gebe ich zu, aber es ging um die Frage der welthistorischen Bewegungskraft. Und der Unterschied ist, also klar, wir waren alle 94 absolut begeistert von den Zapatisten, weil es einfach sozusagen nach einer Zeit der Wüste endlich mal was war, was nach vorne ging und eine klare Absage erteilt hat. Aber wenn du jetzt das vergleichst zum Beispiel mit den Revolutionen in Ägypten und Tunesien, wenn du das vergleichst mit den großen Massenstreiks in China, dann haben diese Bewegungen, von denen du sprichst, und die alle wichtig sind, die wir auch uns angucken müssen, auch von den Formen her, die entwickelt werden, aber sie haben ja all das sozusagen nicht erreichen können, weil sie eben nicht diese Durchschlagskraft entwickelt haben. Das spricht ihnen überhaupt nicht so ihre Qualität ab. Darum geht es mir gar nicht. Aber das ist ja das große Problem. Du kennst die Geschichte der Zapatisten, ihre Versuche. Denen ist das ja klar. Die haben ja versucht, den Kontakt zu aufständischen Bewegungen in den Städten zu suchen, um das mexikanische Regime zu stürzen. Das ist ja, das wissen die ja, dass sie das müssen. Und das ist aber erstmal stecken geblieben. Du kennst die Geschichte. Du weißt, wie schwierig das ist, die Opposition der Zapatisten, also das Bündnis der Zapatisten mit der städtischen Opposition in Mexiko. Boah, es ist ja auch kein Zufall, dass wir die weiße Arbeiterschaft als die kämpfende Bewegung im Kopf haben, weil es diejenigen sind, die am sichtbarsten sind im System, weil sie halt immer noch am meisten Privilegien auf sich vereinigt haben. Und das, was in der postkolonialen Theorie die Subaltern heißt, eben nicht sichtbar sind. Also diese ganzen Bewegungen sind überhaupt nicht gesehen worden, genau wie die haitianische Revolution völlig außer Blick geraten ist. Aber das heißt doch nicht, dass die Qualität der Kämpfe oder das Neue, was in die Welt kommt durch diese Kämpfe, weniger Qualität hat. Nee, habe ich ausdrücklich gesagt. Ich rede nicht über die Qualität. Ich frage mich sozusagen, an welchen Punkten oder durch welche Prozesse kann das Ganze kippen. Das heißt, ich rede, also das ist ja genau sozusagen, das ist ja so ein Multiversum von verschiedenen Kämpfen, von die wir dann zusammen denken müssen. Aber also mir geht es schon so ein bisschen darum, ich kann Ernst Bloch machen und Prinzip Hoffnung und das durchdeklinieren. Ja. Sozusagen, ich kann 2000, 3000 Jahre durchgehen und ich finde immer diese Bewegung. Ich finde tolle Qualitäten. Ja. Ich bin auch ein Freund davon. Aber die andere Frage ist ja zu fragen, wann kippt es? Ja, an welchem Punkt wäre es möglich, dass sozusagen eine Gleichzeitigkeit von massenhaften Bewegungen anfängt, darüber zu diskutieren, wie kriegen wir hier eine Wohngemeinschaft von 7 Milliarden Menschen hin, wo alle zusammen darüber entscheiden, wer den Müll morgens runterbringt und so weiter. Nein, aber das ist die Frage. Die Entscheidung, die Erfahrung der Geschichte ist doch, dass die Leute, die das zum Kippen bringen können, es immer nur dahin kippen bringt, dass sie dann die Führenden in der Gesellschaft sind, im gramscianischen Sinne. Dass die Bürger, die Bürgerlichen haben es gekippt gegenüber den Adligen und haben dann ihre Machtsysteme ausgebaut. Und das ist das, was die Kipppunkte bringt. Das ist aber nicht die wahre Emanzipation, weil die wahre Emanzipation, die wahrscheinlich nie erreicht sein wird, ein viel längerer Emanzipationsprozess ist und eben genau aus diesem Grund nicht auf irgendwelche Kipppunkte reduziert werden wird. Nö. Aber die Frage ist natürlich schon, wo schaffen wir uns sozusagen den Raum?
mit 7 Milliarden Menschen gemeinsam diese Fragen zu diskutieren. Also, ich sage mal andersrum, das wäre jetzt so eine Konsequenz aus der Fetischtheorie. Radikal gesagt besteht Marx' Argument darin, dass er sagt, der Fetisch, diese Macht des Kapitals, die uns gegenübersteht, die uns beherrscht, die uns ausbeutet, unterdrückt, dazu zwingt, morgens um 6 Uhr aufzustehen. Diese Macht basiert letztendlich auf der Gesellschaftlichkeit der Arbeit. Der heutige Vergesellschaftungsprozess der Arbeit ist eben so weit, dass er fast die ganze Menschheit umfasst. Also es gibt nur noch sozusagen wenige Enklaven, wo Menschen, selbst auch die, die heute angeblich in der Subsistenz leben, sind an dieser Vergesellschaftung beteiligt, weil sie natürlich auch einen Nexus irgendwo zu einer Geldökonomie haben, weil sie vielleicht auch mal ein Fernsehen haben wollen oder ein Handy haben wollen. Also sind sie letztendlich umfasst, also diese Gesellschaftlichkeit, die die Macht produziert, als entfremdete, verkehrte, fetischhafte Form, ist die Gesellschaftlichkeit von 7 Milliarden. Wir können die Macht des Kapitals nur brechen, wenn wir diese Gesellschaftlichkeit zurückholen. Also wenn wir sie nicht in dieser entfremdeten Form uns gegenüberstellen, sondern selbstbewusst, gemeinschaftlich koordinieren. Ich weiß, das klingt wie der helle Wahnsinn, aber darunter geht es nicht, wenn wir der marxischen Kapitalkritik folgen. Ja, aber das ist doch ein wahnsinnig langer historischer Prozess, das kann ich mir doch nicht als ein Gespräch vorstellen. Das ist doch eine total habermasianische Vorstellung zu sagen, dann wird sich das gute, bessere Argument durchsetzen in so einer Situation. Aber das ist ja natürlich Privilegien wieder durchsetzen, die sich immer auch bei den Linken durchgesetzt haben, ob es jetzt sexistische, rassistische oder welche Art auch immer waren. Klar, die Gefahr ist da, aber da fange ich aber auch an, zum Beispiel auch von anderen Vorstellungen zu lernen. Du sagst jetzt gramscianisch und so, und wir haben dann unsere Vorstellung, also im Begriff des großen Palavers in den afrikanischen Stammesgesellschaften, in afrikanischen Gesellschaften, die haben ganz andere Vorstellungen von Abstimmungsprozessen. Ja, also ich denke, da sind wir auch teilweise noch zu sehr fixiert, dass wir denken, okay, 7 Milliarden, die müssen jetzt so ein Rätesystem machen mit Delegierten und die müssen dann auf Konferenzen fahren und abstimmen. Das wird natürlich nicht gehen. Aber die Frage ist doch, ob sozusagen einerseits, klar, Möglichkeiten, die wir heute aufgrund der elektronischen Kommunikationsmittel haben, aber auch die verloren gegangene Intelligenz indigener Völker, afrikanischer Stämme, die sich ganz anders abstimmen. Da haben wir auch von den Zapatisten viel gelernt, dass sie andere Abstimmungsprozesse auf einmal uns gezeigt haben, die für uns erstmal als westliche Demokratiefreaks irgendwie ungewohnt waren. Ja, davon können wir doch lernen. Aber die chinesischen Arbeiter werden ganz entscheidend dafür sein. Das kann ich doch nicht sagen. Warum sollen sich ausgerechnet die chinesischen Arbeiter weniger um Hegemonie und Privilegienabsicherung kümmern, als es die weißen Arbeiter immer gemacht haben? Dann sag's anders. Also das Argument ist halt nur sozusagen, wo kommt die Verdichtung welthistorischer Kraft her? Und da kann ich schon so ein paar, meines Erachtens können wir da ein paar Schlüsse aus der Weltgeschichte ziehen. Aber es ist eine Vermutung. Aber es ist völlig okay, das sind genau die Diskussionen, die wir werden führen müssen. Noch Fragen oder? Nicht. Okay.